Herzlich willkommen bei Sid Meier's Civilization 6. Ein halbes Jahr wird das Spiel mittlerweile alt. Am 21. Oktober 2016 ist der kleine Racker auf die Welt gekommen. Und das liegt jetzt, Moment, ich zähle mal nach, genau, knapp 6 Monate zurück. Jetzt ist der 20. April, wir feiern ein bisschen rein. Wir haben den Geburtstag nicht genau erwischt. Und wir, das ist eine Gruppe von Civ-Fans, wir alle drei, Pio Parker, auf die Welt gekommen. Und Zakor und Alexander WB, der gerade doppelt spricht und sich jetzt wieder stumm geschaltet hat. Und viele Leute auf Twitch TV, die heute Abend uns begleiten wollen, bei einem Multiplayer-Match, das wir gemeinsam austragen. Und bei ein bisschen Quatschen. Wir werden plaudern darüber, wie der kleine Racker sich entwickelt hat, ob er uns stolz gemacht hat oder ob wir der Meinung sind, na, ich weiß nicht so richtig, eventuell könnte er sich noch ein bisschen mehr mausern. Und das hier ist das Multiplayer-Match, so sieht es aus. Ich spiele persönlich die Australier und da sind noch die Makedonen und die Perser dabei. Bitte kommen, Alexander der Große und Kyros. Hallo, hallo Daniel, hallo liebe Zuschauer. Hallo auch von mir, schöne Grüße, moin moin, servus. Also sowohl der eine als auch der andere Herrscher, die haben da glaube ich Bart getragen. Pio, insofern für dich perfekte Startbedingungen. In der Tat, ja, also man sieht das in dem, wenn du kannst mich ja mal zeigen, wenn du auf dieses Diplomatie-Fenster klickst, also Vollbart, das trifft übrigens auch im echten Leben, also die Bartfrisur sitzt, das kann ich schon mal sagen. Startbedingungen, ich bin mit dieser Startposition nur halb glücklich und deswegen habe ich mich übrigens dazu entschieden, heute Abend mal so richtig auf den Putz zu hauen. Das ist gut. Das finde ich ganz hervorragend. Derjenige, der die Putzbrocken dann runterfegen muss, zusammenfegen muss, die von der Wand runterkrachen, ist ja direkt dein Nachbar, der dich beschützen wird. Der hat ja doch keinen Bart, sehe ich gerade. Aber ich glaube, der Jan Zakor, der hat im möglichen Leben, genau wie Alexander der Große, auch keinen Bart. Naja, im Moment habe ich eigentlich einen Bart. Also da habe ich wahrscheinlich dann doch die falsche Zivilisation genommen. Das tut mir aufrichtig leid. Was ist denn wirklich dieses aufrichtige Surferboy-Lächeln, was Alexander der Große auch hat? Also das kriege ich noch hin, ja, wenn ich mich anstrenge. Das ist richtig. Aber was ich sagen wollte, ich glaube, du tust Piro Unrecht, weil ich glaube, ich muss ihm nicht helfen. Er kriegt das alleine hin. Hoffen wir mal. Wir haben übrigens noch kein Bild, berichten die Zuschauer, wenn ich das richtig interpretiere. Ton, wir sind zu hören, aber noch nicht zu sehen. Vielleicht kannst du da nochmal nachschauen. Oh, das ist aber sehr erstaunlich. Es war nicht das geringste Bild da. Das ist so habe ich aber den Chat mal verstanden. Jetzt, glaube ich, sehen wir was. Doch, jetzt passt es. Was seht ihr? Seht ihr ein Bild oder seht ihr... Ach, dann seht ihr... Ich sehe Alexander. Ihr seht Alexander, doch. Ja, dann ist doch alles bestens. Das heißt, manchmal seht ihr was und manchmal nicht. Ach, ich habe einen finsteren Verdacht. Es könnte damit zusammenliegen, ob ich gerade rausgetappt bin oder nicht. Das ist natürlich für mich, der das Spiel hostet, und für euch nicht ganz so gut. Ich mache das Thumbnail wieder weg. Jetzt sind wir wieder im Spiel drin. Und ich hoffe, dass ihr jetzt das Spiel wieder seht. In ein paar Sekunden. Ein bisschen Delay gibt es, ein bisschen Zeitverzögerung. In der Zwischenzeit werden wir sinnlos voneinander wegplaudern. Ja, schreit jemand im Chat und sieht das Bild. Ich mache nur was, das hängt wirklich mit dem Tabben zusammen, wo ich gerade rein und raus getappt bin. Als kleine Entschädigung für das Chaos, das wir am Anfang hatten, zeige ich euch noch was anderes, nämlich das, was wir verlosen werden im Laufe des heutigen Livestreams. Das ist das hier. Wir machen ein Gewinnspiel. Vielen Dank an unseren Shop-Partner, an Games Planet. Wir verlosen von ihnen gestiftet unter anderem einen DLC Persien und Makedonien. Das ist der kürzlich rausgekommen ist, an den wir jetzt ja auch zeigen mit Jan und mit Timo, mit Piro und mit Zakor. Und den zweiten DLC auch, Australien. Australien werde ich höchstpersönlich spielen und wir verlosen im Laufe des Abends 2 Einkaufsgutscheine in Höhe von jeweils 10 Euro. Für Games Planet. Das Ganze hat natürlich einen Haken. Ihr müsst Glück haben. Ansonsten bekommt ihr die nicht. Die werden wir auf jeden Fall im Laufe dieser vermutlich so 2-2,25 Stunden raushauen. Ich zeige euch wieder das Spiel selber. Und dann würde ich auch vorschlagen, wir fangen an. Wir haben einen Chat-Moderator auch. Der ist im Augenblick noch dabei. Der wird sich gleich unter euch mischen. Das ist Skydiver. Ja, servus ihr Lieben, ich vertrete heute mal ein bisschen den Tumlo als Twichtel nachher. Als Verlosungsgeist. Der erste Zuschauer fragt im Chat, ob man die DLCs nicht schon hätte, wenn man die Deluxe-Edition gekauft hat. Ja, richtig, wenn man die hat, auf gar keinen Fall dann irgendwelche DLCs kaufen. Finger weg davon, ihr habt die automatisch.
Aber wenn ihr nur die Standard-Edition habt, dann muss man sich halt die DLCs einzeln kaufen, sofern man sie haben möchte. Okay? Alles klar. Plagt, kümmert euch, Skydiver, viel Spaß mit den Leuten im Chat. Du, wenn du mal magst, kannst du gern zwischendurch nochmal kurz vorbeikommen und Hallo sagen. Das stört uns ganz und gar nicht. Die eigentlichen Stars heute Abend sind tatsächlich die Zuschauer im Chat auf Twitch TV. Ihr steht im Mittelpunkt, denn wir haben uns das ausgedacht. Wir wollen euch fragen, ein halbes Jahr Civ 6. Was sind eure Erlebnisse, eure Eindrücke vom Spiel? Glaubt ihr, dass die DLCs, dass die Updates, die es gab, das Spiel substanziell verbessert haben? Wie seht ihr die neuen Inhalte, die dazugekommen sind? Und was habt ihr noch für Wünsche an das Spiel? Was hättet ihr gerne, was die Entwickler noch besser machen müssen? Und das sollen wir nicht nur auf die KI, auf die künstliche Intelligenz beschränken. Darüber schimpfen wir ja alle ganz gerne. Sondern auch auf andere Bereiche des Spiels. Habt ihr dann noch spezielle Wünsche, wo ihr meint, da sollte Civ 6 besser werden? Lobt, preiset, rühmt und beschimpft Civ 6 im Laufe des Abends. Wir werden das, was ihr postet im Chat, weitertragen. Okay? Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Und die erste Stadt startet. Und das ist nicht meine. Ich muss mal ganz schnell nachlegen. Dann wünsche ich euch dreien viel Spaß. Ich verziehe mich da mal wieder nach oben und ja, haut rein. Mit welchen Spieleinstellungen spielen wir, Timo? Wir spielen auf erst einmal auf der Weltkarte mit den echten Startpositionen. Das finde ich ziemlich cool. Das heißt, die historisch korrekten Positionen für die jeweiligen Völker, die wir spielen. Deswegen steht auch schon Pella, Zacko oder Jan, du hast bereits deine Hauptstadt gegründet. Auch ich, Pasargadae. Ich hatte lange überlegt, soll ich irgendwie an der Küste gründen oder nicht. Aber ich habe es einfach an Ort und Stelle getan. Und wir spielen auf der ganz schnellen Geschwindigkeit, die es in Civ 6 gibt. Diese Online-Geschwindigkeit. Damit passiert alles, ich glaube, 100% schneller. Ungefähr. Cool. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so. Sehr, sehr schnell. Von daher hoffen wir, dass wir in diesem Spiel auch einiges zu sehen bekommen. Ja, und wir sind zu dritt in einem Team und wir spielen gegen insgesamt 5 Gegner. Und die spielen auch in einem Team, soweit ich das verstanden habe, nicht? Genau. Wir haben uns eine ganze Menge von Herrschaften hier als Computergegner zusammengestellt. Wir werden übrigens... Ach, wir verraten das nicht, oder? Ja, und wir können verraten, dass du dich so weit weggesetzt hast, dass du wahrscheinlich überhaupt nichts mit den KIs zu tun bekommen wirst. Ja, irgendjemand muss ja auf den Chat achten. Ich habe mir gedacht, ihr beide rockt die Partie. Ich klicke ein bisschen müde rum und plaudere mit dem Chat. Ja, das klingt nach einem Plan. Also ich bin ja dafür bekannt, jetzt auch gerade aktuell in deiner Let's Play-Reihe, dass ich eigentlich eher der, also in unserer Let's Play-Reihe mit Franco-Germanien, dass ich eigentlich eher ein eher friedlicher Spieler bin. Aber ich habe mir jetzt für heute Abend vorgenommen, auch mal ein bisschen über meinen Schatten zu springen und die ein oder andere Keule zu schwingen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Das klingt gut. Ich treffe prompt den ersten Speer und wäre in der Lage, ihn zu massakrieren. Ich laufe erstmal weiter. Nein, ich massakriere ihn. Die ersten Bemerkungen im Chat, wie kann man bei dem Gewinnspiel mitmachen? So ungefähr alle 30 Minuten gibt es bei uns, es ist gar kein richtiges Gewinnspiel, wir werden einen verlosen. Wie das funktioniert, erklären wir euch dann, wenn es soweit ist. Dann ein erster Kommentar zu dem, was man hier bei Civ 6 besser machen könnte. Danny Brandes, Grüße an dich, sagt... Cool wäre es, wenn es eine bessere Übersicht der diplomatischen Beziehungen geben würde, zum Beispiel, welche Vereinbarungen habe ich bereits getroffen und so weiter. Dafür gibt es bereits eine Erweiterung, also eine Mod, aber etwas Offizielles wäre schon schön. Da hat er recht, oder? Definitiv, das war auch in Civ 5 eine große Schwäche, das finde ich auch. Und da gab es ja diese Mod, dieses Info-Addict. Mir war übrigens gar nicht klar, dass es jetzt für Civ 6 eine entsprechende Mod gibt. Das würde mich, vielleicht kann der User mal posten, wie diese Mod heißt, würde mich tatsächlich sehr interessieren. Nochmal zum Thema Games Planet und den Preisen, die es zu verlosen gibt. Skydiver ist mal so lieb und postet einen Shop-Link im Chat auf Twitch.tv. Wenn ihr mögt, könnt ihr schon mal nachgucken gehen, wie das so ist, was man für 10 Euro dort kaufen könnte. Wobei, die Sache hat nur einen zweiten Haken. Man muss nicht nur Glück haben, man muss auch ein Spiel für 30 Euro kaufen. Also unter 30 Euro kann man das nicht um 10 Euro reduzieren. Das heißt, ihr macht es entweder selber oder ihr verschenkt das. Hunde vielleicht auch an jemanden, der gerade ein Spiel braucht, wie Katzen auch immer. Auf uns herab. Wie ihr das möchtet. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. So, ich habe jetzt die Tierzucht freigeschaltet. Die braucht man dringend als Australier. Ihr beide spielt so konzentriert, dass ihr nicht sagt, ne?
Ja, euch ist schon klar, es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, die Zuschauer zu unterhalten. Ja, natürlich, also völlig richtig. Nee, so konzentriert bin ich gar nicht. Ich lausche gespannt deinen Worten und lese auch ein bisschen im Chat mit. Und das schreibt zum Beispiel jemand, er hofft, dass es in Zukunft ein Diplomatie-Add-on gibt. Das finde ich ist eine coole Idee. Ja. So etwas in der Art wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja. Tatsächlich halte ich das gar nicht für so weit hergeholt übrigens. Ich könnte mir vorstellen, die Entwickler haben ja hier in Civ 6 fast alles eingebaut, was es in Civilization 5 mit dem letzten Add-on gab. Außer, was mir so spontan einfällt, dieser Weltkongress, die Vereinten Nationen. Und das könnte ja so ein bisschen tatsächlich in so eine Diplomatie-Kerbe irgendwie schlagen. Ne? Irgendwie so eine Vertiefung der Diplomatie und am Ende dann irgendwie in die Vereinten Nationen, vielleicht auch wieder ein Diplomatiesieg, ein bisschen anders als in Civ 5 oder irgendwie so etwas. Halte ich für realistisch. Ich mach mal die Lautstärke des Spiels ein bisschen runter. Jagur, liebe Grüße an dich, macht im Chat darauf aufmerksam, dass das Spiel ein bisschen lauter ist. Oder bin ich zu leise? Auf welcher Kartengröße spielen wir? Wir spielen auf einer richtigen Weltkarte. Das ist die, die wir auch beim Let's Play Together benutzen. Piero Parker und ich, wird gerade nachgefragt. Eine echte Weltkarte mit richtigen, historisch korrekten Startpositionen. Die findet genau, ihr... Genau, die ja. Ist nur standardgroß, wie Jan schon richtig sagt. Die leider gibt es die noch nicht in größerer Form. Da gibt es auch die ein oder andere coole Mod für, wen das interessiert. Dem kann ich empfehlen, diese Yet Not Another Earth Map Pack Mod sich einmal anzuschauen. Ich schreibe das mal kurz in den Chat mal rein. Sehr klick coole, mal zwischendurch eine Runde weiter, Timo. Ja, Entschuldigung. Selbstverständlich. Macht nichts. Sehr coole Mod, mit der viele Kartenpakete zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem dann eben auch eine sehr große Weltkarte dann tatsächlich. Wir so, ihr seid zu schnell. So schnell komme ich nicht mit hier. Das ist überhaupt nicht. Wir machen das ja in aller Ruhe. Das ist ein Rundenstrategiespiel. Hier kommt es nicht auf das schnelle Klicken an, sondern auf das schnelle Reden. Piro hat jetzt schon Kleopatra in Ägypten entdeckt. Und bei mir sieht man schon die Polen an der Grenze. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen vor. Ich habe mittlerweile die Möglichkeit, ich bekomme die erste Regierung, das Stammesfürstentum. Ach, ihr seid ja alles so Fans. Muss ich euch das überhaupt erklären, was ich hier mache? Ich weiß gar nicht. Also ich gehe nicht auf Religion. Ich bin heute Heide. Andererseits so ein cooles frühes Pantheon. Hat noch niemandem geschadet. Ich konzentriere mich tatsächlich jetzt im Moment erstmal auf Militär. Ich baue jetzt gerade mal ein Monument, um auch die Kultur nicht völlig zu vernachlässigen. Habe aber jetzt gerade meinen zweiten Schleuderschützen ausgebildet. Ja, ich habe auch schon zwei Schleuderschützen und forsche am Bogenschießen. Gute Einstellung. Dann kann ich den Polen ein paar Geschenke rüberschicken. Pfeile. Das heißt, Zucker bereitet tatsächlich einen Krieg vor. Ja, muss ich ja. Die sitzen ja direkt neben mir. Ich mein, hier notgedrungen? Du hast mir die ja direkt vor die Nase gesetzt. Das Pikante daran, das sollte man jetzt noch erwähnen, du lebst ja in Polen. In echt jetzt, ne? Ja, na, wir hatten die Wahl. Entweder ich fange in Polen an und greife Makedonien an, oder ich fange in Makedonien an und greife Polen an, ne? Jetzt haben wir uns so rum entschieden. Und dann hole ich mir eben meinen Polen wieder zurück. Jemals Ton und ließ ihn dann liegen. Da kommt schon die erste Idee von Adorno. John Witulski, liebe Grüße an dich. Fragt ganz unschuldig, kommt nicht bald schon ein Add-on? Da gibt's doch dieses Disneyland und Zombies. Wie hieß das nochmal, Piro? Tyrants and Hillbillies, also ja. Rannen und Hügel Parker, hätte ich fast gesagt. Nein, Piro Parkers. Ja, die Rannen und Hinterwäldler. Ja, in der Tat, dieses tolle Add-on. Nee, der 1. April ist vorbei, ne? Ich glaube, wir müssen langsam aufhören, damit rumzuwitzeln, sonst glauben die Leute das noch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich ein überwältigendes Ereignis. Das war nämlich das schon 24 Stunden. Wir haben das ja als April-Scherz rausgegeben, die Idee zu diesem Add-on, Piro und ich. Das war schon nach 24 Stunden das am meisten kommentierte Video in der Geschichte meines ganzen YouTube-Kanals. Wahnsinn, was da abging. Unglaublich. Und ebenso lustig war die hohe Zahl an Dislikes, die halt rauskam, frühzeitig, weil die Leute sich die ersten Minuten anschauten und meinten, das darf nicht wahr sein. Ich hasse Phyrexis. Was sind das für Schnapsideen? Und das Video gedisliked.
disliked haben. Das kam ja sogar Tage später noch dazu, dass sich da einige Leute geärgert haben und dann musste man sie noch aufs Datum hinweisen. Genau. Mich würde mal interessieren, wir müssen mal Mäuschen spielen, irgendwie bei dem beim Kundenservice von 2K, ob die dann wie viele böse Nachrichten die wohl bekommen haben. Ihr habt hier wohl nicht alle Zombies in Civ. Oder wie viele Bestellungen eingingen? Vorbestellungen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Geld die schon kassiert haben. Wie viele Leute werden weltweit denen Schecks zugeschickt haben? Jede Nation lebt vom Tausch. Eigentlich hätten wir die bekommen sollen, oder? Ja, also. Stattdessen wurde der dieser internationale Publisher, dieser weltweite Konzern mit Dollars und PayPal-Geldern zugeschissen. Ja, wie geht's euren Kriegsereignissen? Alles in Ordnung? In der nächsten Runde müsste ich das Bogenschießen erforscht haben und dann werde ich versuchen, meine Einheiten aufzurüsten und dann geht's los. Kann es sein, dass niemand von euch überhaupt irgendwelche Geländefelder modernisiert? Das kann ich soweit bestätigen, ja. Das müssen dann die Sklaven machen, die ich da erobern werde. Das Bittere aus meiner Sicht ist, ich könnte einen Händler bauen und habe auch weit und breit niemanden, den ich hinschicken könnte. Ja, das ist der Nachteil, wenn man sich so isoliert. Ja. Könntest natürlich schnellstmöglich eine zweite Stadt gründen und dann interne Handelsrouten nutzen. Leute schreiben, das Bild wäre weg. Da schreiben zwei, aber ich lasse sie im Hintergrund weiterlaufen. Ich kann es nicht bestätigen. Da schreiben auch die ersten Bilder. Da schreiben andere. Na, ja, genau. Overwatch, der P-Musk schreibt, ich fände es cool, wenn es wieder eine Art Venedig gäbe, wie bei Civ 5, also eine Nation, wo man nur eine einzige Stadt gründen kann. Wie fändet ihr das? Wenn du dich in also einem Loch wieder... Das hat mir bei Civ 5 sehr gut gefallen. Also wenn das hier wenn du dich in dann einem mit dem Ballern findest, funktionieren würde, wäre das sicherlich eine interessante Option, aber das müsste man sich genau überlegen, ob das dann auch funktioniert, denn gerade im Moment ist es ja so, dass das Bauen von sehr vielen Städten eher gewinnbringend ist. Und wenn dann eine Zivilisation auf eine Stadt beschränkt ist, die müsste dann schon sehr starke Boni bekommen, um da mithalten zu können. Ich finde die Idee übrigens gar nicht so wegig. Wer vielleicht zum Beispiel bei den Cifernetics die Foren dort ein bisschen mitverfolgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass es irgendwo in irgendeiner Datei in diesem großen Spiel, in diesen vielen Gigabyte von diesen Spielen, von diesem Spiel, ist der Name Genua, also die Stadt Genua, als Zivilisation wohlgemerkt, nicht als Stadtstaat, als spielbare Zivilisation mal erwähnt worden. Ob das jetzt ein Fehler war oder ob das ein verworfener Plan ist oder wie auch immer, das sei alles mal dahingestellt. Aber vielleicht könnte diese Zivilisation den Platz einnehmen, den Venedig in Civ 5 hatte. Fände ich tatsächlich ganz cool. Ich fand das damals eine sehr, sehr coole Sache, weil es mutig war. Ein solches Konzept hatte es in einem Civilization-Spiel vorher noch nie gegeben, dass man in diesem Global-Strategiespiel einer Zivilisation lediglich die Möglichkeit gibt, eine einzige Stadt zu bauen. Fand ich mutig, fand ich cool und ein Konzept, das es gerne wiedergeben darf. Es erhöht halt einfach die Abwechslung in so einem Spiel. Nur der Form halber. Timo weiß das, Jan ist das vielleicht nicht so klar, wenn ihr irgendwas Tolles macht im Spiel, wie Krakau angreifen beispielsweise, sagt mir Bescheid. Da gehe ich mit der Kamera rüber. Ich marschiere gerade auf, also bald wird's losgehen. Ich bin dann gespannt, was diplomatisch passiert. Wenn die alle in einem Team sind, müsste ja dann plötzlich mit allen Krieg sein, oder? Das ist so, ja. Es wäre also ganz nett, wenn du vorher einmal Bescheid gibst. Ja, das kann jetzt in den nächsten zwei Runden ziehen. Ja, gut zu wissen. Also wenn sich dann hier ein Pole nähert, dann weiß ich, was zu tun ist. Ich gebe mir Mühe, dass keiner durchkommt. Das wäre nett. Ich habe als Australier übrigens eine Spezialfähigkeit. Meine Weiden lösen einen Kulturschock aus. Wollen wir mal gucken, ob wir das nicht gleich auch mal demonstrieren können, wie das funktioniert. Wird es da Pferdeweiden gleich? Direkt vor der Tür. Ja. Ich mach das mal mit den Viehweiden. Zack, Kulturschock. Cool. Sehr cooles Feature, mag ich. Da haben die Polen ja auch so eine ähnliche Fähigkeit, die immer wenn die ein Lager bauen, und ich glaube auch noch, wenn die so eine Zitadelle, hätte ich fast gesagt, so eine
helft mir mit dem Begriff einmal. Wenn sie diese Festung bauen, dann lösen die ja auch den Kulturschock aus. Auch das finde ich sehr stark. Mhm. Ohne Handwerk ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. So, dann eröffne ich mal die Spiele. Moment, ja, leg los. Angriff auf Krakau, die Makedonen. Oh Gott, was geht denn da los? Ich kann leider gar nicht sehen, weil ich zugespammt bin. Der Bildschirm wird mit Nachrichten zugespammt. Und wir spielen auch gerade nichts. Auf dem Schwierigkeitsgrad unsterblich, auf dem zweithöchsten. Piro. Das stimmt. Das, womit wir fast am meisten angeben können, das haben wir vergessen zu erwähnen. Ja. Wenn du willst, kannst du zuschlagen. Ich zeig das wieder. Jan? Ja. Ich höre gerade an. Du darfst gerne auch mitreden hier, wenn du möchtest. Kannst sagen, was du vorhast. Ja, ich hatte den ganzen Bildschirm voll. Ich hatte gerade den ganzen Bildschirm auch voll. So hier und dazu noch diese Videoanimation, wenn man den Krieg erklärt. Das hat ein bisschen gedauert. Also jetzt marschiere ich hier mit 4 Bogenschützen auf. Hab schon einen, noch den Startkrieger und baue noch einen zweiten Krieger. Ich hoffe, dass das reicht, um die Stadt zu erobern. Ich weiß nicht, was der Russe machen wird. Der ist ja auch in der Nähe. Wir wissen ja, wo Russland liegt. Dann können wir abschätzen, dass der hier eventuell zur Hilfe kommen könnte. Vielleicht. Ich hoffe, dass er es nicht rechtzeitig schafft. Das war jetzt natürlich ein kleines bisschen Spoiler. Jetzt wissen wir halt, die Russen aber sind auch im Spiel. Wir sehen es aber oben schon, dass sie. Also oh, stimmt. Wer das Porträt schon gesehen hat, in der Tat. Müsste es eigentlich wissen. Kleopatra und auch der kongolesische Upi-König ist mit dabei. Zako massakriert feindliche Speer. Eine wahre Heldentat. Die Makedonen zeigen historische Größe. Naja, erstmal müssen halt die im Weg zur Hauptstadt, auf dem Weg zur Hauptstadt stehen, massakriert werden, damit wir durchmarschieren können. Wenn der sich da hinstellt, das ist ja sein Fehler. Er hätte sich auch zurückziehen können. Jetzt mache ich einen Angriff in klein. Angriff auf ein Barbarencamp. Aborigines gibt es nicht in Australien. Die Australier, die hier in der frühen Steinzeit, in der Jungsteinzeit, bereits sich in Australien niederlassen, sind Bleichgesichter und wieder was dazugelernt. Wenn du das Lager ausräucherst, dann gibt es nur noch ein Barbarenlager in Australien, oder? Ein weiteres, meinst du? Ja, dort rechts, dieses Orange, nicht? Zu schreiben bedeutet selber zu teilen. Es ist ein Teil des Menschen. Stimmt, da könnte noch eins sein. Hier irgendwo. Ich glaube, er meinte deine Stadt. Er wollte behaupten, dass du ein Barbar wärst. Das war eine. Um das mal kurz zu übersetzen. Das war. Oder hast du es einfach gekonnt überhören wollen? Nein, das war dermaßen subtil, dass ich es nicht verstanden habe. Okay, der Polen marschiert ja auf mit Schleuderschützen. Einen habe ich schon erledigt. Und jetzt noch einen zweiten. Und ich klicke mich derweil hier fröhlich durch. Das geht das Gute ist ja, dass, ja. Das Gute ist ja, dass Krakau noch nicht selber angreifen kann, denn es hat noch keine Stadtmauern. Das heißt, ich kann mich hier in Ruhe um die Stadt bewegen, ohne dass ich direkt angegriffen werde. Ja, dann solltest du versuchen, die Stadt zu belagern. Du weißt bestimmt, wie du das machst, ne? Deine Einheiten so positionieren, dass jedes Feld um Krakau herum in deiner Kontrollzone ist. Denn das würde dann dazu führen, dass sich die Stadt während der runden Ladezeiten nicht heilt. Und dann wirst du die Stadt noch ein bisschen schneller einnehmen können. Ja. Einen Fall weiteren Siedler wird es allmählich Zeit, finde ich. Ich muss erstmal schauen, ob Polen noch weitere Armeen hat. Denn bevor ich vorrücke, will ich erstmal die Armeen zerschlagen. Ich spreche eine Karte aber gar nicht. Hm.
Matze, liebe Grüße an dich, meint, die Spiellautstärke sei immer noch zu laut. Das Spiel sei zu laut. Frage an die anderen Leute im Chat. Seht ihr das genauso? Dann schreibt jemand, fordert mich jemand auf, WB befördern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob damit gemeint ist, dass ich meine Einheit befördern soll oder ob ich eine Beförderung verdiene. Ich befürchte erst, was ist gemeint. Ich kann beide befördern, ja. Das mache ich auch. Vielleicht meint er auch, dass du deine charmanten Kollegen und Mitkommentatoren befördern sollst. Wäre möglich. Solange es nicht zur Tür hinaus ist, bin ich mit allem zufrieden. Jetzt habe ich erstmal genug Militär gebaut, jetzt baue ich auch mal ein Monument. Ich bin ehrlich gesagt stark beeindruckt, Jan. Du hast ja schon 4 Bogenschützen und 2 Krieger. Das ist echt cool. Ich habe jetzt auch gleich meine 4. Stimmt gar nicht, nur meine 3. Fernkampfeinheit. Das sind allerdings alles Schleuderschützen. Also ich habe hier noch kein Bogenschießen. Dafür versuche ich hier direkt diesen Krummsiebelkämpfer zu bekommen. Diese persische Spezialeinheit. Die sollte mir auch dann schon so in etwa, ja, sagen wir mal, so in 6 Runden werde ich sie bauen können und mit ein bisschen Glück habe ich sie dann so in 10 Runden. Und wenn das der Fall ist, dann hätte ich vor meinen Nachbarstadtstaat hier, Hattusha, mal einen Besuch abzustatten. Wäre so ja, nein, mein Gedanke dabei. Direkt am Anfang 3 Schleuderschützen gebaut und die dann mit Gold aufgerüstet, sobald ich Bogenschützen erforscht hatte. Cool. Das ging dann relativ schnell. Das Aufrüsten ist ja billiger als das Kaufen von Einheiten. Mhm. Deswegen baue ich hier gerade auch noch 1-2 Krieger, um die dann hoffentlich dann zum Krummsäbelkämpfer aufrüsten zu können. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das funktioniert, aber ich glaube, da der Krummsäbelkämpfer den Schwertkämpfer ersetzt, müsste es theoretisch so sein, oder? Hoffen wir es einfach mal. Eigentlich müsste es gehen, ja. Also du müsstest den Krieger aufrüsten können. Die sind, glaube ich, aber dann ein bisschen teurer im Aufrüsten. Ja, und ich habe auch gerade gesehen, die sind auch im Unterhalt ziemlich teuer. Mit 2 Gold pro Runde ist das in dieser Phase des Spiels echt viel. Mal gucken. Sonnenkind hat eine interessante Idee im Chat. Er fragt, gibt es ein Endzeitalter bei Civ? Gibt es natürlich nicht, aber was cool wäre, fände ich persönlich, irgendeine Art von Modus, ähnlich wie man das bei Colonization gab oder wie ist das beispielsweise, na, wie heißt das Spiel? Bei irgendeinem anderen Spiel habe ich das kürzlich noch gehört, wo am Ende so ein Boss-Gegner, ach ja, genau, bei Shock Tactics, das ich im Augenblick als Let's Play zeige, da gibt es ganz am Schluss auch nochmal im letzten Spieldrittel quasi so eine Sonderherausforderung. Oder Zakor, Jan, das kennen wir doch auch, oder auch Timo von Pandora First Contact, von den vielen Livestreams, die wir da gehabt haben, die haben ja auch so eine, ganz am Schluss noch so ein Boss-Gegner oder so einen neuen Gegner, der dann auftaucht. Und das fände ich schon cool für Civ 6, zumindest als Option, aber, oder als Option oder als groß im Rahmen eines Add-ons, dass man das anbietet oder zumindest im Rahmen eines Szenarios, ne? Dass man so nach 2/3 des Spiels, wenn man schon weiß, oh, ich klicke mich jetzt ein bisschen müde durch, ich habe jetzt schon gewonnen, dass man weiß, da kommt noch was, ne? Ja, das stimmt. Das hat mir bei Pandora auch sehr gefallen. Nochmal am Ende ein Faktor, der das Balancing nochmal durcheinander rütteln kann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr weit fortgeschritten ist, das Spiel schon entschieden aussieht, dass da noch was kommt, was zum Beispiel speziell den Stärksten trifft. Vielleicht eine Naturkatastrophe oder irgendwas, ja. Mit dem, woran er dann zu knabbern hat. Ja, das fand ich bei Pandora tatsächlich auch sehr schön. Was ist eigentlich aus dem Spiel geworden? Man hat danach nicht mehr so ganz viel davon gehört, leider. Ne? Also nach diesem... Doch. Es gab 2 Add-ons und das erste war gratis, das zweite hat was gekostet, aber das finde ich eigentlich erstaunlich. Also 2 Add-ons ist doch okay. Irgendwann muss man damit aufhören, aber das finde ich ja ganz normal. Bin mal gespannt, ob sich die Entwickler da nochmal hören lassen. Ich wäre da ganz schön heiß drauf zu sehen, was die noch so in petto haben. Die arbeiten schon an einem neuen Spiel, das ist mal öffentlich noch nicht angekündigt. Krakau ist ja kurz vorm Fall, muss ich sagen. Ich könnte es jetzt sogar in der Runde schon nehmen. Es wäre lieb, wenn du mich dann darauf aufmerksam machst. Liebe Grüße übrigens an Legendary Marvin im Chat. Feiner Kollege. Dann guck mal kurz hin. Wenn ich jetzt nämlich einen glücklichen Angriff habe, dann müsste ich die Stadt schon erobern können.
Ich habe sie die ganze Zeit mit Bogenschützen bearbeitet, die ist schon im roten Bereich. Mit welchem? Wenn ich jetzt willst du angreifen? Mit dem Krieger greife ich jetzt an. Und das war's. Cool. Entschuldigt bitte, das waren die Polen. Noch ist Polen nicht verloren, könnte man sagen, wäre aber falsch. Das wäre ziemlich falsch. Ich muss aber jetzt eine Sache machen, weil ihr wisst ja, wo ich wohne. Und ich wohne nicht in Krakau, da muss ich jetzt natürlich den Namen hier ändern, weil das kann nicht so bleiben. Das heißt, jetzt hört die Stadt auf den hübschen Namen, ach doch nicht, wenn Hintertup fehlt. Das heißt die Breslau. Ja. Breslau, ja. Die polnische Form von Breslau. Ich finde, Jan, wo du jetzt schon mit einer so dermaßen riesigen Armee zu dieser frühen Phase des Spiels auffahren kannst, solltest du direkt mal weiter Richtung Nordosten fahren, um zu gucken, ob da nicht ein gewisser Peter sich auch über deinen Besuch freuen will. Willst du mich etwa gegen Russland aufhetzen? Das würde ich nie tun. Niemals. Aber ja. Sie haben uns ja auch den Krieg erklärt, also hätten wir eigentlich einen Grund, gegen sie vorzugehen, nicht? Ich wollte ja eigentlich nur Krakau, ne? Jetzt habe ich die ganze Zeit nur die Makedonen gezeigt und diese Australier. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Persische Reich, während Sakor auch zieht. Und das ist das Persische Reich. Es besteht aus Pasargada, diversen Einheiten, die in der Gegend herumlaufen, die Kleopatra belästigen und Barbaren aufscheuchen. Ja, und aus einer sehr kleinen Stadt, Pasargada, denn leider nur die Stadt, die Größe 2, das ist dieser riesige Nachteil, wenn man nicht irgendwie mit einer Wasserquelle in irgendeiner Art und Weise startet in dem Spiel. Die Stadt ist jetzt schon auf Größe 2, fängt sie schon an, dass sie einen 50% Wachstumsmalus bekommt. Ja, warum hast du denn da gegründet und nicht, wegen Stadtstartern? Ich hätte nicht an den Fluss gründen können, ich hätte runterziehen können ans Meer, dann hätte ich eine Runde verloren, das mache ich auch nicht so gerne. Aber, gut. Aber eine Runde wäre unter Umständen klüger gewesen. Unter Umständen. Wir können ja nochmal neu laden. Seid ihr damit alle einverstanden? Nein. So, ich warte, ich zögere die Gründung der zweiten Stadt hinaus, weil immer mehr Barbaren kommen. Andererseits eine gute Gelegenheit, Barbaren zu massakrieren, steht ja darin, einfach eine Stadt zu gründen und den Kulturradius immer weiter auszudehnen. Jetzt habe ich auch endlich einen Handwerker erobert und der kann mir jetzt meine Geländeverbesserung machen. Und ein Pantheon darf ich auch auswählen, das wird jetzt der Gott der Schmiede. Ich möchte meine Militärproduktion einheizen. Ich hätte dir gar nicht zugetraut, dass du so religiös bist. Wer ist das bei den Griechen? Ist das Hephaistos, glaube ich, oder? Der Gott der Schmiede. Ja, ganz genau. Ich habe jetzt den ersten Bogenschützen im Spiel durch ein Upgrade. Was war das beste Sith aller Zeiten? Im Chat wird darüber spekuliert, wem hat welches Sith wann gefallen? War das Beste nicht immer das erste, mit dem man angefangen hat? Mit dem man die nostalgischsten Erinnerungen verbindet? Also ich muss sagen, nicht unbedingt. Mir fällt das auch total schwer, das jetzt so ad hoc zu beantworten, weil ich habe in jedes Sith hunderte Stunden versenkt. Ich habe jedes Sith geliebt. Und ich würde fast sagen, ich glaube, ich habe keinen Favoriten, glaube ich. Also meinen Favoriten, einen konkreten Favoriten festzulegen, fällt viele mir auch schwer. Aber ich glaube, der vierte und der fünfte Teil haben mir am meisten Spaß gemacht. Also mir hat, das ist natürlich jetzt absehbar, mir hat tatsächlich das allererste am meisten Spaß gemacht, als ich gespielt habe und das, was ich gemoddet habe. Beide gehören nicht zur Sith-Reihe im engeren Kern dazu. Das heißt, was ich gemoddet habe, das war Sith 4 Colonization über Jahre hinweg. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil ich das Spiel in- und auswendig kennengelernt habe. Weil man halt selber mit den Szenarien, mit Tuck und vor allem mit Werewolves halt eigene Spielwelten erschaffen konnte. Und mir hat Test of Time, dieser Klon von Civ 2, am meisten Spaß gemacht, weil das meine erste Begegnung mit Civ war und weil es da ein Science-Fiction-Szenario gab, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Bei Test of Time habe ich auch meine ersten PC-Civilization-Erfahrungen gemacht.
Der geneigte Zuschauer, der weiß das vielleicht. Ich habe das schon mal das ein oder andere Mal erzählt. Ich bin ja ein Civilization-Spieler, der auf der PlayStation angefangen hat. So was soll es ja geben. Und tatsächlich ist für mich Test of Time ebenfalls das erste Civilization gewesen, das ich auf dem Computer gespielt habe. Insofern weiß ich genau, was du meinst. Und was ich da einfach geliebt habe, war dieses, ich schwärme immer wieder davon, diese Möglichkeit nach der Landung, nach dem Wissenschaftssieg auf diesem fremden Planeten weiter zu siedeln. Ja, cool. Das fand ich einfach mega stark. Göttlich. Das würde ich mir echt gerne wieder wünschen. Ja. Ich habe mir schon häufig mal darüber den Kopf zerbrochen, wie man das lösen sollte als Entwickler und bin jedes Mal gescheitert und habe gedacht, ja. Das überlasse ich euch, liebe Entwickler, aber gebt mir das. Fände ich echt cool. Ja. Ja, das würde ich auch spielen bis zum Umfallen. Also im Prinzip, sag mal. Ein Problem ist dabei wahrscheinlich irgendwie, wie man das balanciert, wenn man sozusagen ja komplett neu anfängt, ne? Und der Spieler will ja auch irgendwas noch, irgendeinen Bonus dann mitnehmen, ne? Das wird dann wahrscheinlich schlecht zu balancieren sein. Deswegen ja, deswegen wird's oft nicht gemacht. Ja, ich denke auch. Damals, als die ersten Gerüchte damals rauskamen um Sigma Civilization Beyond Earth, damals gab es dann ja auch so Ideen, na, vielleicht könnte man irgendwie die Spiele miteinander verknüpfen und viele hatten darauf gehofft, dass es irgendwann mal die Möglichkeit gäbe, Civ 5 und Civ Beyond Earth miteinander zu verknüpfen. Ist leider nie dazu gekommen. Betrachte die Vergangenheit. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass Beyond Earth leider nicht so, so wirklich ein erfolgreiches Spiel gewesen ist, wenn man das vergleicht mit den anderen Civilization-Teilen. Aber die Idee hätte ich schon cool gefunden. Ich habe mittlerweile übrigens ein Pantheon. Das ist das Pantheon, ich glaube... Ich habe den Namen jetzt vergessen, also das, was Weiden plus 1 Kultur bringt, was ich in Australien naheliegend finde. Jetzt hole ich mir die Karte Kolonisierung, mehr Produktion für Siedler, damit ich endlich hier mal eine zweite Stadt gründen kann. Ich hätte die ganze Zeit auch das hier eigentlich machen können, mehr Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten, der Antike und Klassik, aber ich hatte stattdessen mehr Kampfstärke gegen Barbaren beibehalten. Das bestätigen wir jetzt. Moment, das haben wir doch gemacht. Genau, alles bestens. Ja. Jetzt holen wir uns die nächste kulturelle Ausrichtung. Da würde ich gerne hin. Zur Autokratie, zur Oligarchie oder zur klassischen Republik. Die Siedler in erst 2 Runden... Das geht der Ratzfatz. Der kann befördern. Und der Rest kann ziehen. Mit dem ziehen wir gleich zurück. Mit dem Kollegen. Die makedonischen Truppen sind inzwischen vor Moskau aufmarschiert. Oder vor St. Petersburg, glaube ich, ist es. Jan, wir beide werden im Chat gerade gefragt, wie viele Stunden Civ 6 wir auf dem Konto haben. Weißt du das bei dir? Oh je, das müsste ich nachgucken. Es sind garantiert nicht so viel, wie es bei Civ 5 war. Aber bei Civ 5 war es bei mir auch so, dass ich irgendwie die ersten 2 Jahre kaum gespielt habe. Und dann ganz viel. Ich guck mal nach. Bei mir sind es jetzt mit der finalen Version von Civilization X jetzt gerade, ich habe jetzt gerade live mal nachgeguckt, immerhin 298 Stunden. Jetzt muss ich ja dazu geben, ich hatte ja, um dann auch bei Writing Bull auf dem Kanal die eine oder andere Vorschau Let's Play-Reihe zeigen zu können, auch da schon ja diese Vorschau-Presseversion, mit der hatte ich auch 150 Stunden. Also ich habe auch schon sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Ja, ich noch nicht so viel, bei mir sind es knapp 50 Stunden jetzt. Ist ja auch ein Zeitfresser, ne? Also Civilization, jetzt hier bei Civ 6, ging es mir sehr, sehr früh so dieses Gefühl, dieses typische nur noch eine Runde Gefühl, das war von Anfang an da. Weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich hätte es auf jeden Fall. Also für mich, ich sag's immer wieder, ich weiß, welche Schwächen Civ 6 hat. Ich bin von der KI genervt und genervt. Manchmal genervt, meistens eher amüsiert, muss ich sagen. Aber ich bin auch in der Freizeit nicht so ein Typ, der
so die ganz große strategische Herausforderung sucht bei Civ 6, sondern in einem Let's Play finde ich das witzig. Aber für mich selber spiele ich das mehr so zur Entspannung und zur Unterhaltung. Ich spiele Civ 6 zum Beispiel jeden Morgen, unmittelbar nach dem Aufstehen, während meiner ersten Tasse Kaffee, während meines ersten Morgenkaffees, trinke ich zum Wachwerden, während ich mit zugeschwollenen Augen und mit trägem Verstand am Rechner sitze, eine halbe Stunde Civ 6, danach bin ich gut gelaunt und starte in den Tag. Ganz ernsthaft. So, ich habe gerade ganz mutig einfach mal Hattusha hier den Krieg erklärt und habe meine ersten Krummsegelkämpfer, mit dem ich dann Hattusha vielleicht einnehmen möchte. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ohne uns zu fragen. Ohne zu fragen. Wir sind doch mit jetzt dabei. Du hast ja ohnehin nicht so ganz viele. Die Hattuschesen. Also das glaube ich kaum. Die Hethiter sind das, ne? Die Hattusha innehaben. War, glaube ich, in Civ 3 spielbar. Würde ich mir auch wünschen, dass die vielleicht irgendwie irgendwann nochmal eine Rückkehr in der Civilization-Reihe bekommen. Im Chat gibt es gleich Russland. Wieder Aufschrei. Jede wettet, dass ich meine Einheiten nicht befördere und stattdessen die lieber in Kämpfe schicke. Russland hat doch einige Bogenschützen, also das wird eine harte Nuss, glaube ich. Wir wollen ja heute Abend auch so ein bisschen darüber sprechen, wie sich Civilization 6 jetzt in seinen jungen Lebensmonaten, ja. Du hattest Civ 6 vorhin so als Knirps, als kleinen Knaben bezeichnet, entwickelt hat. Da würde mich interessieren, was die Zuschauer denken. Es gab jetzt 4 Patches insgesamt bisher, ja. Immerhin, innerhalb von 6 Monaten 4 Patches, also im Schnitt irgendwie alle 1,5 Monate. Was denkt ihr über die Patches? Haben die Patches eure Zufriedenheit, haben die euch zufrieden gemacht? Es gab ja viele, viele Bugs, die genervt haben, die auch immer noch, zum Teil gibt es auch immer noch welche. Aber wie seht ihr das momentan? Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Gute Frage. Wie zufrieden seid ihr mit dem aktuellen Entwicklungsstand von Civ 6? Entschuldigt bitte. Hier einen Campus zu bauen wäre ganz cool, aber ich glaube, ich haue noch einen Siedler raus. Vorher noch einen Handwerker. Ich muss mich leider gerade wieder ein bisschen enttäuscht von der KI zeigen. Also ich hätte hier mehr Widerstand erwartet vom Russen. Der hatte 3 Bogenschützen und er hat bisher noch nicht, er hat nicht einmal geschossen mit den Bogenschützen. Da ist irgendwas kaputt. Das finde ich zum Teil auch erstaunlich, dass die KI nicht mit Fernkämpfern oder mit ihren Städten schießt, obwohl man das erwarten sollte. Das ist mir auch nicht richtig begreiflich, kapiere ich nicht. So, wo soll ich meine nächste Stadt gründen? Tipps von meinen Mitstreitern hier bitte. Und vom Chat. Piro, Zakor, was wäre ein guter Standort? Ich habe leider keine Flüsse hier sonst. Das ist echt erbärmlich. Ja, wahrscheinlich dort im Norden, dort irgendwo, wo das Barbarenlager jetzt ist, wenn du das ausräucherst. Mhm. Da wäre wahrscheinlich eine gute Position. Und eine zweite gute wäre wahrscheinlich dann weiter im Nordwesten. Bei den Perlen dort, nicht? Da sind ein Schaf, 2x Vieh, noch ein Schaf und die Perlen. Das sieht auch ganz gut aus. Das könnte ein Standort sein. Ich hätte jetzt gesagt im Südwesten. Da gibt es auch noch die ein oder andere schöne Position, glaube ich. Ja, da sind auch noch Fische 2x, Weizen und Pferde, ja. Genau. Flüsse sind für Australien jetzt auch nicht so furchtbar wichtig. Du solltest in jedem Fall, wenn möglich, eine Küstenstadt gründen, denn dadurch profitieren die Franzosen, wollte ich gerade sagen. Ich wollte Franzosen sagen, ich weiß nicht warum. Wir sprechen über die Australier. Die genau. Australier, ja, auf jeden Fall. Weil die plus 3 Wohnraum haben in Küstenstädten, was hier für meine Hauptstadt schon mal prompt nicht gilt. Und damit, wenn du wenigstens,
Piro, wenn du wenigstens Österreicher gesagt hättest, dann hättest du eine Ausrede, warum du dich vertan hast. Österreich, das ist doch dieses Land da, ne, wo die Kängurus durch die Gegend hüpfen. Das passiert nämlich andersrum ständig, weil die Leute immer an Austria denken, an Österreich. Ja. Genau, das stimmt. So, ich lese mal so ein bisschen. Also ich habe jetzt ganz viel schon gelesen im Chat, so auf meine Frage, was denkt ihr über den Entwicklungsstand, dass doch tatsächlich das Thema KI immer noch ein großes Thema ist. Ich will ganz offen sein, es überrascht mich ein kleines bisschen, weil ich finde, dass sich die KI schon enorm verbessert hat. Hätte nicht gedacht, dass es immer noch so ein großes Thema ist. Aber ansonsten hat hier Marco Tribun hat noch so die Ergänzung, er wünscht sich die alten Naturwunderfilme wieder, so wie es sie früher gab. Und Da, in der Tat, da denke ich auch häufig dran zurück, an die Naturwunder oder diese Wunderfilme aus Civ 2. In Civ 2 war das, glaube ich, ne? Das war natürlich schon, war cooler, war atmosphärisch, war das stark. Ich meine, ich finde auch diese aktuellen Wunderfilme, die es jetzt hier in Civ 6 gibt, finde ich ganz hübsch gemacht, aber das ist natürlich schon ein bisschen was anderes, das ist schon richtig. Nein, ich verliere eine Einheit. Solange du deinen Siedler nicht verlierst, der ist auch schon angekratzt, der Krieger da. Ich werde jetzt mit einem Krieger, der fast mausetot ist, ein Barbarenlager erobern und hoffe, das geht gut. Oh, du hast ein Naturwunder aufgedeckt. Organismen sehen CO2 nicht als Gift. Pflanzen und Organismen. Das große Barrier. Da hab ich neulich gelesen, dass das wohl gerade am Aussterben ist. Dem geht's nicht gut. Das heißt, die Korallen bleichen aus. Bei Civ 7 gibt es das dann nicht mehr als Naturwunder wahrscheinlich. Klingt zynisch und irgendwie doof, aber ist wohl leider so, ja. Und ich stelle mir gerade die Frage, da ja die Krummsäbelkämpfer, die in der Tat den Schwertkämpfer ersetzen, einen Fernkampfangriff machen, sind die überhaupt in der Lage, Städte einzunehmen? Denn ich habe zwar hier jetzt drei Krummsäbelkämpfer rund um Hattusha stehen, aber nachher so ein bisschen die Befürchtung, dass ich damit dann gar nicht die Stadt einnehmen kann. Das wäre ja tragisch. Kann mir jemand aus dem Chat einmal helfen? Vielleicht weiß das ja jemand. Soll ich vielleicht schnell noch einen Krieger bauen und den von der anderen Seite hinschicken? Och, das ist nett, danke, aber ich würde die Stadt dann doch gerne selber einnehmen. Gerne. Übergeben kann ich sie dir, ja. Ich glaube, das funktioniert nicht. Oder? Ach, geht nee, nicht? Ich glaube nicht, nee. Okay, na dann nicht. Danke. Marco Tribun sagt, er würde schreiben und schreiben und keine würde ihn eines Blickes würdigen. Wir haben doch gerade über deine Naturwunderfilme geredet. Er hatte sich eben schon mal geäußert zu Bauarbeitern und den Handwerkern, die man hübscher designen könnte. Kann einer von euch beiden mal hochscrollen im Chat und das mal vorlesen, weil ich traue mich gerade nicht. Ihm ging es darum, dass sie nicht hübsch genug designt sind, dass deren Outfit nicht gehobenen zivilisierten Ansprüchen und einem Civ-Spiel genügen würde. Ja, also Marco Tribun schreibt weiter, was weiterhin fehlt, Naturwunderfilm, U-Boote sehen aus wie Spielzeug, schreibt er. Bitte nachbessern, Phyrexis, Atomabwehrschild fehlt ihm, sagt er. Ansonsten sei er sehr zufrieden, er warte jetzt noch auf die Add-ons, aber die Bauarbeiter, die können auch grafisch noch mal ein bisschen hübscher werden, sowie auch die U-Boote und Akustik würde ihm teilweise auch noch nicht so sehr gefallen. Ja, mal schauen, was die Entwickler da noch mitnehmen an Feedback. Patrick meint, Städte abbrennen würde ihm fehlen, aber das ist, die Möglichkeit gibt es ja. Klar, man kann die nur bei der Einnahme einmalig abbrennen. Aber worum es ihm wohl geht, das ist aber unter Civ-Fans auch umstritten, ob es die Möglichkeit geben soll, jederzeit eine Stadt wieder aufzugeben. Führt ein bisschen dazu, dass man gegenüber der KI cheatet eventuell. Ne? Man ist bedrängt, gerade oder man ist in einem Multiplayer-Spiel und die KI-Gegner oder die menschlichen Gegner sind kurz davor, eine mühsam erkämpfte Beute, unter großen Verlusten erkämpfte Beute abzunehmen und dann brennt man in letzter Sekunde die Stadt nieder. Das gehört sich auch eigentlich nicht unbedingt. Also ich traure dem, ich finde das eigentlich nicht so schlimm, dass es dieses Feature nicht gibt. Das ist aber auch was man ganz leicht als Programmierer umgehen könnte, wenn man einfach festlegt, dass die Stadt eben eine starke nicht Wirtschaft unter Angriff beginnt stehen mit starken, darf. Gut ausgebildet. Dann wäre das Problem schon behoben, ne?
Und wenn da zum Beispiel die Stadt schon mal beschossen wurde, dann darf man sie eben nicht mehr abreißen. Aha. Und schon wäre das Problem vom Tisch. So, und tatsächlich erfüllen sich gerade meine schlimmsten Befürchtungen. Ja. Der Krummsägebildkämpfer, den ich hier habe, der kann tatsächlich keine Städte einnehmen. Das ist natürlich furchtbar tragisch. Naja, es gibt Schlimmeres. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich die Stadt so gut wie möglich hier herunterschieße. Und dann hole ich mir halt einen Speer und muss ich halt mit einem Speer die Stadt einnehmen. Meine Güte, was soll's. Wir sind da kreativ für Civ-Spieler. Dann kannst du aber jetzt schön Erfahrung sammeln mit deinen ganzen Einheiten. Das stimmt. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe mich verklickt. Ich wollte mit dem Bau... Na gut, das war natürlich Absicht. Das war ein kühner Plan, dass ich diesen Krieger hier rübergezogen habe. Ich habe im Moment den Feind noch angetäuscht und habe so getan, als hätte ich einen Fehler gemacht. Aber ihr wisst ja, das war psychologische Kriegsführung gegenüber der KI. Ich habe ein eingebautes Mikrofon, was unmittelbar mit den Programmroutinen von Civ 6 verknüpft ist. Deshalb war das ein wirklich kluger Schachzug, für den ich mich gar nicht ausgiebig genug feiern kann. Deine Tricks sind einfach so gut, dass sie dich selber überraschen. Ja, in der Tat. Es klang nicht gerade nach einem Kompliment, muss ich irgendwie sagen. Das habe ich gehört. Nicht? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Dreh schreibt, die DLCs würden ihn enttäuschend. Magst du das uns noch ein bisschen genauer beschreiben, Dresch? So, wo gründen wir die Stadt? Ich denke hier. Nein, bei dem großen Barrier Rift, das hat jede Menge Forschung, bringt das. Natur würde aber zwei Geländefelder, das Unmengen an Wissenschaft bringt. Das heißt, das Weizenfeld hier, das könnte Canberra noch nutzen. Die Fische nicht. Aber wenn ich hier zum Beispiel gründen würde, das wäre ein cooler Platz. Wollen wir uns gleich mal markieren. Also wenn ich jetzt Glück habe, dann kann ich gleich einen russischen Siedler abfangen. Den habe ich gerade nackig geschossen mit meinem Bogenschützen. Hast du ihm die Kleider vom Leib geschossen? Den Begleitschutz habe ich ihm weggefetzt. Wenn er jetzt nicht in die falsche Richtung geht, also für mich in die richtige Richtung. Übrigens wird bei dir gleich die Kasse klingeln, Piro, denn kommt ein Händler nach, ein russischer Händler nach Hattusha. Ja, ich sehe schon, ich freue mich drauf. Dem kannst du mal eine freundliche Begrüßung schicken. Das habe ich vor, ja. Oh, Spiel wartet auf mich, ich klicke mal weiter. Das ist sehr nett von der KI, dass sie selber vorbeikommt und das Geld rüberbringt, ne? In der Tat, ja. Ah, dieser russische Speer, der haut dir noch ab. Über den Fluss kommst du ihm so schnell nicht hinterher. Ja, ich hoffe, ist der gründet dann nicht irgendwo plötzlich. Piro, Jan, ist das ein kluges KI-Verhalten? Schaut mal bei mir im Norden Australiens. Da verlässt der Speerträger sein Stammesdorf, der barbarische Speerträger, wahrscheinlich immer auf Jagd zu gehen auf meinen Siedler. Bin mir nicht sicher, ob das so klug war. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gemerkt, dass gerade die Barbaren oder auch die Stadtverteidiger sich nicht unbedingt schlau verhalten in manchen Fällen. Dass sie dann rauskommen, wo sie eigentlich nicht rauskommen sollten. Oder drin bleiben, wo sie rauskommen sollten. Also zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Krieger einen Bogenschützen angreifen könnte, der vor der Stadt steht, dann macht die KI das manchmal einfach nicht. Thank you.
Und Russland hat es tatsächlich geschafft, mir eine Einheit zu töten. Also es geht doch. Dresch hat dann mal irgendwie die Bogenschützen eingesetzt. Entschuldigt, Dresch hatte ich ja eben gefragt oder gebeten, seine Kritik an Civ 6 und an den DLCs ein bisschen noch zu konkretisieren. Und er schreibt jetzt, dass die DLCs zwar nur neue Civs bringen würden, aber keine Spielelemente, die das Spiel aufwerten und strategisch in eine andere Richtung laufen lassen. Kann ich nachvollziehen, fände ich cool. Neue Spielelemente ist für mich aber eher was, was ein Add-on bringt. Das ist kein DLC-Element für mich, allein schon deswegen, weil der Kauf von DLCs, da wünsche ich mir, dass der etwas ist, auch für mit Blick auf Multiplayer-Partien zum Beispiel, etwas, wo man sich nicht ärgert, wenn manche Spieler über diese Inhalte verfügen und andere nicht. Also wenn doch zum Beispiel Features drin sind, die man in Multiplayer-Partien total gerne hätte und manche Leute haben die und andere nicht. Das ist eher so ein, für mich so, Spielelemente gehören für mich eher in ein größeres Add-on rein und dass DLCs nur so optionale Inhalte bieten, wie Civs oder Karten und ähnliches, finde ich eigentlich gut. Eine andere Frage ist, ob man mit dem Preis einverstanden ist, ob man findet, dass die Anzahl der Civs genügend ist oder die Anzahl der Maps, die gebracht wird. Das ist für mich eine andere Frage beim Preis-Leistungs-Verhältnis, aber so inhaltlich finde ich das okay. Wie seht ihr beide das? Die Preisfrage ist natürlich in der Tat, ich habe das mal in einem internationalen Forum gelesen, dass je nach Währung einige Spieler wirklich zu kurz gekommen sind. Also auch vor allem auch solche Spieler, die Deluxe-Version bereits haben, die hat sich für einige Spieler tatsächlich nicht gerechnet. Naja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Gleichwohl muss man sagen, diese DLCs, sie beinhalten ja nicht ausschließlich neue Zivilisationen. Da gab es ja auch das ein oder andere, was neue Weltwunder, neue Naturwunder mit sich brachte, neue Stadtstaaten. Und so hat man vielleicht nochmal wieder ein, zwei neue Features. Aber grundsätzlich umkrempeln tun die das Spiel natürlich nicht. In der Tat würde ich das allerdings auch eher von einem Add-on erwarten. So, ich habe übrigens Hattusha eingenommen. Cool, und das ohne mir Bescheid zu sagen. Dann haben wir die Zuschauer das leider verpasst. War aber auch mit dem Speer zugeschlagen. Mit dem Speer tatsächlich. Mit dem Speer eine Stadt eingenommen, mangels Alternative. War allerdings auch nicht so spektakulär. Ich würde als nächstes mal rüber gucken nach Kabul. Stadtstaaten braucht kein Mensch. Und deswegen machen wir da direkt weiter. Wäre so meine Idee. So ein blutrünstiger Perser heute. Also wirklich. Man hatte mir gesagt, du spielst friedlich und jetzt sowas. Ja, ich bin auch selber über mich selbst erschrocken, muss ich sagen. Das Gefühl kann ich nachvollziehen. Ich bin auch oft über dich erschrocken. Müdes Lachen. Zu den DLCs noch. Also ich finde es auch im Moment ein bisschen zu happig, was da für einzelne Tipps genommen wird. Das sind eher so Preise, die ich für ein Add-on erwarten würde und nicht für einzelne Zivilisationen. Ich finde da die DLC-Politik zum Beispiel von Paradox ganz interessant. Die machen das meiner Meinung nach besser. Denn man kann die ganzen Inhalte benutzen, ohne sie kaufen zu müssen. Einfach im Multiplayer kann man die ausprobieren. Und wenn sie einem dann gefallen, dann kann man sie kaufen, dann darf man sie auch im Singleplayer anwenden. Aber das ist dann wirklich, wenn man dann ein Add-on von Paradox kommt, dann ist das wirklich meistens sowas, wie Piro gesagt hat, dass das Spiel tatsächlich umkrempelt, weil es wirklich neue Inhalte bietet und nicht nur eine neue Zivilisation oder zwei neue Zivilisationen. Mhm. Ne? Das finde ich hier ein bisschen problematisch für die Preise. Ja. Findet ihr es sinnvoll, dass man keine Sägewerke auf Dschungel bauen kann? Fragt Gardolinix im Chat. Eine gute Frage. Ich finde generell sind die Dschungel, Regenwald heißen sie ja hier in Civ 6, gegenüber den Dschungeln in Civ 5 ein bisschen aufgewertet, da man endlich ein bisschen Produktion daraus bekam. Das war also bei Civ 5 immer echt schwierig, wenn man in einem Dschungel startete, das tat man als Maya gerne mal oder als Brasilianer, da war das echt immer ärgerlich. Insofern finde ich, sind die sowieso erstmal eine Errungenschaft. Sägewerke im Dschungel ist ja häufig nicht nur eine Frage des Realismus, sondern auch eine Frage des Balancings. Wie würde sich das auf das Spiel auswirken? Mhm. Was denkt ihr darüber, Daniel? Jan. Also ich würde da eher das Balancing nach vorne stellen. Also ich bin ja ein Spieler, der gern Multiplayer spielt. Da würde ich lieber mal darauf achten, dass das balanciert ist. Wenn man überall Sägewerke bauen kann, wird es dann vielleicht zu stark. Würde ich also kein Problem sehen mit dem Realismus. Ne? Den Realismus würde ich da komplett hinter dem Balancing aufstellen. Also was ich cool finde bei den Regenwäldern ist ja
Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber produzieren die nicht etwas mehr Nahrung als die normalen Wälder? Weil, ich glaube, das ist so, ja. Ja, weil das fand ich eigentlich immer gut. Also Regenwälder sind auch, finde ich, ohne dass man eine Modernisierung draufsetzen muss, eigentlich eine relativ coole Sache. Was ich vor allem deshalb jetzt gerade sage, weil die Zuschauer es mitbekommen, ich gerade ein Sägewerk, einen Regenwald gerodet habe, um einen Campus hinzusetzen. Insofern habe ich gerade mich selber Lügen gestraft. Und was ich so aber, was tust du? Du rodest Regenwald. Das in der Tat. Schäm dich. Und das unmittelbar neben dem Great Barrier Reef. Das heißt, ich zerstöre Naturwunder, wo überall ich ihrer nur habhaft werden kann. Jetzt verstehe ich auch, warum du deine Hauptstadt im Inland gegründet hast. Du planst, den Weltmeeresspiegel anzuheben und dann fliegen wir raus. Das stimmt, deine Hauptstadt Pella, obwohl so im Mittelmeer gelegen, ja, aber könnte trotzdem eng werden. Gut, dass ich keine Küstenstadt gegründet habe. Ha, ich halte ein bisschen länger durch. Aber jetzt wird auch wieder klar, warum Daniel am Anfang gefragt hat, warum du nicht noch eine Runde gelaufen bist ans Meer, ne? Jetzt erklärt's. Ja, Daniel, haben wir dich durchschaut. So ist es. Kein Kommentar. Kein Kommentar ist auch ein Kommentar, bisweilen. In der Tat. Was möchtest du uns damit sagen? Du bist gerade dabei, deine Politik ein bisschen umzustrecken. Genau, so ist das. Wie bekommst du das mit? Hast du doch eine Webcam hier eingebaut bei mir? Neulich, als wir uns getroffen haben auf einen Tee, da habe ich bei dir im Ordner, hinter dir auf dem Beischränkchen, das du da hast, da habe ich so eine kleine versteckte Kamera. Was für ein dummer Fehler. Ich habe da schon Sachen gesehen, liebe Zuschauer, das wollt ihr gar nicht wissen. Nee. Das willst du auch gar nicht sagen, glaube ich. Wie viel hättest du gerne? Kommt das dann in einem Extra? Du hättest doch immer gerne Gold von mir, Piro. Die Zuschauer unseres Let's Play Together wissen das. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist eine andere Let's Play-Reihe. Wir verhandeln das hinterher. Spielgeld ist mir jetzt in diesem Zusammenhang nicht genug. Da müssen wir mal Tacheles miteinander reden. Ich dachte, das kommt dann in einem extra Blooper-Video hinterher. Mord und Totschlag. Also die Bürger von St. Petersburg könnten sich, glaube ich, mit den Pfeilen, die ich da schon rübergeschossen habe, Holzpalisaden bauen. Aber sieht so aus, als wenn du langsam aber stetig die Stadt tatsächlich gewinnen könntest. Ja, die heilt sich pro Runde um 20 und ich hau sie ungefähr um 30, 35 immer runter. Die Zuschauer kriegen mal wieder nichts davon mit, weil ich immer nur mit meinen Barbaren beschäftigt bin. Und du kannst gleich, Jan, du kannst diesen russischen Siedler, gleich möglicherweise kapern. Ja, ja, der ist wieder umgekehrt, weil dort hinten Barbaren aufgetaucht sind. Und ich hoffe jetzt, dass er mal so zieht, dass ich ihn erobern kann, aber der flüchtet immer im Rundenwechsel. Ah, jetzt ist er tatsächlich so gezogen. Ja, jetzt sehr kriegst schön. Du ihn. Marco wünscht, greift das auf, was Piro eben gesagt hat. Er hätte auch gerne einen Weltall-Ableger. Oder eine Erweiterung von Civ ins Weltall. Was wir uns auch machen müssen, wir haben ja die erste Stunde um. Ich hatte ja gesagt, es gibt einige Dinge, die wir verlosen werden. Damit sollten wir verlosen wollen. Da sollten wir so allmählich anfangen, denke ich. Wenn Kriegsgetöst Denkmale niederrennt, im Aufruhrsturm die stärksten. Also, wir wollen mal die ersten Preise raushauen. Und wir haben im Angebot zwei DLCs für euch. Den Australien-DLC, ein Gratis-Key und ein Gratis-Key des Makedonien- und Persien-DLC. Skydiver, unser Moderator im Chat, ist so lieb und postet euch nochmal kurz die Links unseres Sponsoren. Vielen lieben Dank, unser Shop-Partner Games Planet, der uns die Keys für euch geschenkt hat. Und wir haben zwei Einkaufsgutscheine in Höhe von 10 Euro. Bei einem Kauf von 30 Euro kann man die benutzen oder jemandem schenken, der einen solchen Kauf vor sich hat oder was auch immer damit Gutes tun. Und ich werde mal einen der beiden DLCs verlosen und außerdem noch einen dieser beiden Gutscheine. Und das machen wir wie folgt. Alle Leute, die im Chat aktiv sind und die, sagen wir mal, innerhalb der letzten Minute etwas gepostet haben, und unter denen verlose ich jetzt zuerst einmal einen dieser beiden 10-Euro-Gutscheine. Und wie beim letzten Mal gilt auch,
da bitte ich um Verständnis, dass Leute, die den Twitch-Kanal abonniert haben, dass die ein bisschen mehr Glück haben als die anderen. Nicht so, dass die anderen gar keine Chance haben, aber ein bisschen mehr Glück haben, die Abonnenten. Und ich glaube, wir haben schon jemand, ne? Jetzt wird gepostet. Nein, wir haben schon. Der Nightbot Rumsi, die traurige Miene, hat gewonnen. Es war die letzte Minute. Es war die letzte Minute, wo das galt, also nicht im Vorhinein. Und Rumsi, die traurige Miene, du hast, herzlichen Glückwunsch an dich, du hast diesen ersten 10-Euro-Gutschein gewonnen. Schick mal bitte eine PN an Skydiver, der meldet sich auch bei dir. Sprich, der postet jetzt in den Chat rein. Und den kannst du dann anklicken und ihm eine PN schicken, eine persönliche Nachricht. Und dann sagt er dir Bescheid. Okay? Und jetzt ist er wahrscheinlich bald Rumsi, die glückliche Miene. Ja, in der Tat. Jetzt machen wir dasselbe nochmal, ebenfalls an alle, die gerade innerhalb der letzten Minute gepostet haben. Und jetzt geht es um... Moment, ich muss ja erstmal mich hier kurz umklicken. Genau, jetzt geht es um den Persien- und Makedonien-DLC. Ach Quatsch, wir nehmen den anderen. Wir nehmen den Australien-DLC, weil ich spiele ja die Australier und ich brauche ein bisschen Unterstützung. Das heißt, wenn ihr selber Australien spielen wollt und an meiner Seite vielleicht mir beistehen möchtet, könntet ihr mit dem DLC jetzt live dazu springen. Wer weiß. Und, wer war's? Dresch hat gewonnen. Das heißt, derjenige, Glückwunsch an dich, Dresch, der eben der Meinung war, diese DLCs, die waren ja ein bisschen schwach auf der Brust. Glückwunsch an dich, du hast einen gewonnen. Das heißt, die Glücksfee ist auf der Seite der Leute, die die Welt ein bisschen kritischer sehen. Glückwunsch an dich. Die nächsten beiden Dinge, die wir noch verlosen werden, ein Makedonien- und Persien-DLC und ein weiterer 10-Euro-Gutschein, die kommen im Laufe des Abends noch. Danke nochmal an unseren Sponsor, an Games Planet. Shop-Link, darauf finden die YouTube-Zuschauer in der Textbeschreibung auf YouTube und die anderen, die finden das im Chat. Okay, dann können wir weitermachen. Der Peter verbarrikadiert sich in St. Petersburg. Jetzt hat er einen schweren Streitwagen in der Stadt und es wird immer schwerer dort Punkte abzuziehen. Versuch mal tatsächlich die Stadt irgendwie in deine in die Kontrollzone zu holen, damit die sich nicht heilt. Ja, ich müsste mit einer Einheit mal hinten rummarschieren wahrscheinlich. Ja. Soll ich dir zur Unterstützung eilen? Ich hatte es eigentlich jetzt gerade auf Kabul abgesehen, aber ich kann sonst gerne auch mal ein paar Kollegen vorbeischicken. Nö, das geht schon. Ich schicke schon Verstärkung hin. Das wird schon hingehen. Ich habe auch gleich eine Spezialeinheit, die Hetairos. Das sind schnelle Kavallerieeinheiten. Die werde ich dort zur Hilfe schicken. Die sollten das richten. Die haben übrigens einen ganz schönen Bonus. Wenn man mit denen eine Einheit besiegt, bekommt man 5 Generalspunkte. Das heißt, wenn man ordentlich Einheiten besiegt, kann man sich da einen General heranzüchten. Auch gegen Barbaren übrigens. Also das ist eine richtig gute Einheit eigentlich. Wo wirst du denn deine dritte Stadt gründen, Jan? Hast du da schon Pläne? Weil du hast ja nun diesen Gratis-Siedler sozusagen erhalten. Von Gratis? Den habe ich mir hart erkämpft. Von den großzügigen Russen. ja, ich glaube, ich werde den dort direkt am Fluss gleich siedeln lassen. Dort ist ja zweimal Weizen, Wein in der Nähe. Ja, also etwas westlich von deiner jetzigen Position. Ich werde noch ein bisschen zurückmarschieren und dann da siedeln. Ich versuche zwischendurch immer auch mal kurz zu zeigen, was ihr, worüber ihr gerade sprecht, aber ihr müsst mich ein bisschen vorwarnen, sonst wird es ja schwierig. Ja, im Moment ist bei mir eher so Grabenkampf vor St. Petersburg, da ist nicht viel zu zeigen. Das ist halt jede Runde wieder Pfeile auf die Stadt und warten. Meine tapferen
Krieger und Schleuderschützen versammeln sich oder marschieren langsam gen Kabul und wollen dort dann in Kürze auch dort mal einen kleinen Besuch abstatten. Aber bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Also die jüngste auch Zukunft nicht. Hat ja gezeigt, dass Mystizismus ist das Verwechseln eines zufälligen und individuellen Symbols. Oh, da kämpfen gerade Barbaren gegen dich, aber du hast... Ja, die haben über den Fluss angegriffen, aber der Krieger hält da stand. Ich könnte meinen ersten Gesandten schicken. Das lasse ich aber erstmal sein. Die gibt's nur in Karthago und in Kabul. Und sammeln erstmal weiter Einflusspunkte. Wie ist es möglich, dass ihr als Australier im Jahr 1500 vor Christus Kontakt nach Karthago und zu Kabul habt? Dank dir. Der göttliche Piro macht das möglich. Zu viel der Ehre. Piro Parker, wenn danke dir. Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne. Was tut man nicht alles? Ich überlege mir gerade, ob ich die Seidenstraße wurde ein bisschen verlängert bis nach Australien. Bei uns hier. Stimmt. Ein kleines bisschen verlängert. Ja, das ist dieser große Fisch da. Siehst du, bei nördlich von Australien. Da ist so ein großer Fisch. Der bringt die Informationen nach Australien, glaube ich. Spionagefisch. Seht ihr das? Sozusagen. Hm. Ich glaube, ich produziere doch mal ein bisschen mehr an, an großen Prophetenpunkten. Ach, wir haben doch schon Piro. Was brauchst du denn noch einen großen Propheten? Da ist natürlich was dran. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Also nachdem ich ja vorhin dafür gescholten wurde, dass ich nicht rechtzeitig Bescheid gesagt habe, ich würde jetzt gerne lieber WB, einfach nur schon mal, weil ich es kann, einen Krieg erklären gegen die Kabulesen. Die heißen damit nicht Kabulesen, die heißen Kabulaner. Ach, Kabulaner. Okay, alles klar, mein Fehler, entschuldige. Oder Kabulessen. Oder so. Das klingt jetzt irgendwie nach etwas Kulinarischem. Hm, gib mir mal eine Kabulesse. Nun gut, ich würde jetzt den Krieg erklären. Ein Kannibalist unter uns. War das jetzt Kabulesse oder Kabulette? Die Kabulette, ja. Gut. Willst du deine Schleuderschützen nicht mal aufrüsten? Also clever wie ich bin. Steinzeit. Habe ich mich dummerweise ein wenig verfranst und noch nicht in das Bogenschießen erforscht. Aber das holen wir gleich nach. Bis dahin... Entschuldigung. Bogenschützen... Das Bogenschützen ist eine sehr defensive Technologie, nicht? Damit schützt man seine Bögen. Oh Gott, Jan, jetzt geh aber raus. Ja, du hast gesagt, das Bogenschützen. Genau, also du hast natürlich völlig recht und ich werde das auch, ich habe das jetzt in Angriff. In drei Runden werde ich das Bogenschießen erforscht haben. Aber bis dahin möchte ich hier mit meinen Schleuderern auch schon mal das kabulesische Militär schon mal ein wenig ausheben, denn so viel gibt es da offensichtlich gar nicht zu tun. Das schaffen wir also auch ohne Bogenschießen. Die haben bisher nur Krieger, ne? Nur Krieger, ja. Auch Tracy ist im Chat. Hallo Tracy, grüß dich. Oh, liebe Grüße. Hallo. Wolfsmond 79 schreibt, wir hatten ja uns vorhin auch schon so ein bisschen über Beyond Earth unterhalten und dieser User schreibt, er fand Beyond Earth an und für sich gewöhnungsbedürftig, fand aber so einzelne Elemente in dem Spiel ganz cool, zum Beispiel dieses Technologienetz, das es ja gegeben hatte, ja, war ja nicht genau. Dieser klassische Tech-Baum, sondern war ja so ein Netz, nicht wie man das auch aus Endless Space und aus Endless Space 2 kennt. Nicht, aber wenn Männer sich bei der und ja, da bin ich völlig einfach. Sehe ich ganz genauso. Ich hoffe ja auch tatsächlich, und damit bin ich glaube ich ziemlich alleine, dass wir vielleicht nochmal einen Ableger von Civilization Beyond Earth sehen. So eine Art Beyond Earth 2 mit der Mechanik aus Civ 6. Das fände ich echt cool. Mhm. Wer weiß, vielleicht klappt das ja irgendwann. Träumen darf man ja. Fände ich schön.
Baut einer von euch, hat einer von euch demnächst die Technologie Bauwesen oder ein Wunder fertig? Nein. Ich wollte dich gerade darauf hinweisen, dass ich eine neue Stadt gegründet habe. WB, kannst du ja vielleicht mal hinschauen. Mach ich sofort, bin ich gespannt. Oh, und bescheiden wie du bist, hast du sie doch nicht nach mir benannt. Zakorandria. Ja, ne. Nach Zakor dem Großen. Ist das nicht Zakoranda Kiew? Dem Großen. Ja. Kiew, das war zu der Zeit überhaupt noch nicht, davon war noch überhaupt nicht die Rede. 1400 aber vor Christus. Zakorandria ist ja in den großen Schriften von, wie ist nochmal dieser große Geschichtsschreiber, der Alexander den Großen begleitet hat. Dings. Dings, ja genau, Dings. Nachdem dieser, wie heißt nochmal, dieser berühmte Ort in Persien genannt worden ist. Dingenskirchen, jetzt weiß ich es wieder. Ganz genau. Es ist immer wieder beeindruckend, was für ein Geschichtswissen du hast, Bibi. Ja. Also echt. Ich weiß nicht, wo da ich das hier hole. Wir werden übrigens gefragt von Pivo 3000, das finde ich erstmal sehr cool. Ist Pivo nicht das Bier auf Russisch und diversen anderen slawischen Sprachen? Pivo 3000 fragt uns, was wir eigentlich darüber denken, dass es hier in Civ 6 gar keine Eisenbahn gibt. Darf ich da mal direkt was zu sagen? Das habe ich irgendwo mal in irgendeinem Forum gelesen, ich weiß nicht mehr wo, in einem Englischen oder im Deutschen, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, keine Eisenbahn? Verflixt, es gibt ja gar keine Eisenbahn in Civ 6. Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es die nicht gibt. Also mir ist das selber nicht aufgefallen. Ich habe das nur irgendwie... Also insofern, ich hab sie nicht vermisst, ehe man mich explizit darauf aufmerksam gemacht hat. Gute Frage. Brauchen wir eine Eisenbahn? Es ist natürlich schon irgendwie Unsinn, dass die fehlt. Das ist nicht nachzuvollziehen. Man muss aber auch kurz des rhetorischen Balancings wegen einführen, dass du ein leidenschaftlicher Autofahrer bist und deshalb dieses Zugfahren einfach nicht vermisst aufgrund deiner Biografie. Ja. Oder? Ja, das stimmt. Ja, ja, Schande auf mein Haupt. Ja, aber das, oder Asche auf mein Haupt. Aber das stimmt in der Tat. Ja. Ich fahre wirklich sehr gerne Auto. Also ich habe das Zugfahren tatsächlich... Ich fahre auch noch einen Diesel. Ja. Ich habe das Zugfahren tatsächlich von Beginn an vermisst. Es ist nicht so, dass mir das Leben an Land widerstrebt. Ich fand das komisch. Aber das Leben auf See ist besser. Die Frage ist, was meint ihr? Ist das, hat das einen designtechnischen Grund? Hat man sich bewusst entschieden, dass die Eisenbahn... In Civ 6 kein Bestandteil werden sollen, hat man es in petto für ein Add-on? Was steckt dahinter? Was meint ihr? Puh, schwere Frage, ne? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Mir ist es auch vorher nicht aufgefallen. Ich bin auch so wie du gerade. Ja, stimmt eigentlich. Man sollte mit Schiffen Flüsse befahren können, sagt Deathlycon Team und Sky ergänzt. Ja, Transportfever kombiniert mit Civ 6. Das wird's doch bringen. Das fände ich übrigens tatsächlich cool, wenn es da mal irgendwann mal ein Konzept gäbe, in dem das möglich wäre. Das ist wirklich eine Sache, die ich auch ganz, ganz schön schade finde, muss ich sagen. Das gab es, glaube ich, noch in keinem Civilization-Spiel, korrigiert mich, dass man jemals überhaupt irgendwie eine, dass man Flüsse wirklich befahren konnte. Gab es, glaube ich, nie, oder? Ich glaube tatsächlich nicht, ja. Ich muss den Norden von Australien noch erkunden. Ein User mit einem unaussprechlichen Namen schreibt gerade, er müsse gerade an Civ 2 denken und damals war es tatsächlich so, das kam mir jetzt auch gerade wieder in Erinnerung, Eisenbahnen senkten den Bewegungsverbrauch einfach komplett auf null. Ja. Man konnte sich einfach überall hinbewegen. Ich fand das total gut. Das war echt cool. Ja. Mir hat das einen riesen Spaß gemacht. Aber was ich ganz schrecklich fand bei Civ 2 oder Civ 3, also bei Civ 3 weiß ich noch, die ständige Umweltverschmutzung auf den Geländefeldern und dass man dann die Bauarbeiter manuell von einem Feld zum anderen ziehen musste, um diese hässlichen rosa Flecken zu entfernen, die für Umweltverschmutzung standen. Oder man klickte auf Umweltverschmutzung automatisch entfernen, dann macht die das halt automatisch. Aber ich fand das so nervig.
nervtötend hoch 10, fand ich das. Vor allem, weil die halt auf den Feldern, wo es Umweltverschmutzung gab, auch wirklich die Ressourcen gesenkt haben, den lokalen Output. Das heißt, wenn man wirklich in einer Phase, wenn man auf hohem Schwierigkeitsgrad gespielt hat und es wirklich auf jeder, bei jeder Stadt man das geschickt einstellen musste, hat man wirklich ständig gucken müssen, ah, wo gibt es gerade Umweltverschmutzung, wo ist die aufgehoben worden, wie muss ich meine Einheiten, meine Bürger umstellen. Das fand ich nervig. Ja, übrigens, in der Tat. Ja, was mir total fehlt, auch bei Civ 6, das ist, dass es nicht, zumindest nicht eine Option gibt, dass man jederzeit zu der Stadt hinspringen kann, dass es eine Anzeige gibt am rechten Bildschirmrand, wenn ein neuer Bürger dazugekommen ist. Weil das hätte ich gerne. Ich würde gerne immer dann, wenn ich in der Stadt einen neuen Bürger gibt, würde ich gerne darüber informiert werden, dass ich da hingehen kann mit einem Klick und gucken kann, na, wie werden die Bürger zugeteilt, ist das okay, so will ich jetzt vielleicht nicht mehr Bevölkerungswachstum haben und so weiter. Das war in Civ 5 war es so, ne? Da war es zumindest zum Anfang des Spiels. Ich glaube, die ersten vier neuen Bürger irgendwie, die ersten vier neuen Bürger, die wurden, ja. Da bekam man immer so ein Pop-up. Und dann konnte man auf dieses, also auf diese Benachrichtigung draufklicken und man landete direkt in der Stadt, sodass man die sofort verwalten konnte. Ja. Werf doch mal bitte einen Blick für mich in den Norden Australiens. Der ist jetzt komplett aufgedeckt. Die Frage ist, wo soll der Siedler hin? Soll er wirklich auf das Feld hin, das ich ihm zugewiesen habe? Oder ein ganz anderes? Ich hätte tatsächlich genau das auch ausgewählt. Ja? Ich finde die Position sehr gut. Weil das Programm schlägt mir das vor, südwestlich vom Bogenschützen, der ganz im Norden steht. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Ob du es da nicht oder da machst. Ach so, doch, das. Oh nee, wegen der Perlen hätte ich gedacht, aber das ist ja auch Quatsch. Nee, mach mal da, wo du geplant hast. Ich glaube, das ist ein guter Standort. Das hat auch den Vorteil, wir haben ja das Pantheon, oder ich habe das Pantheon mit den Weiden, dass die einen Kulturpunkt mehr bringen. Und auf Eisen hast du kannst da unten du die auch noch Schafe im dritten Ring zugreifen. Genau, Eisen und Schafe, also das passt schon. Das ist ein Stadtstaat, ich entdecke auch mal was. Sehr, sehr cool. Und ich kaufe gleich einiges dazu. Geld muss ausgegeben werden. Jede Wette, dass Biro Park am Augenblick kochtet. Wie viel Geld hast du? 130. Du hast mehr als ich. Ich habe 39. Ich sehe hier noch, dass du 159 hast. Ja, jetzt hat sich das gerade eben. Genau. Sehen ja immer, ich sehe das Bild ein wenig verzögert. Alles klar. Gut. Hast mich überzeugt. So, ich spiele ja selten kriegerisch, wie ihr alle wisst, gespannt. Aber ich muss sagen, es macht mir gerade Spaß, meine Nachbarn zu ärgern. Ja. Und ich schäme mich ein bisschen dafür. Das muss dir überhaupt nicht peinlich sein. Ich mache das jeden Tag bei mir im Hausflur. Wenn mir ein Nachbar dass vorbeikommt, wird die Zunge ausgestreckt. Kann es sein, dass Kabul schon ein Lager gebaut hat dort? Ja, das stimmt. Das ist vielleicht doch ganz nicht ganz so leicht, wie du es dir gedacht hast. Na, die können ja auch noch nicht feuern, weil die ja auch noch keine Stadtmauern haben. Deswegen wird das noch nicht so ganz schlimm. Hoffen wir mal. Fox72 wünscht sich Events im Spiel. Zum Beispiel, wenn man ein Aquädukt in einer Stadt gebaut hat, dass es dann mit einer gewissen Chance zu einer Überflutung kommen kann. Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Warum nicht? So generell so Zufalls... Zufallsquests, Zufallsevents. Das war doch cool. Das gab's doch in Civ 4 und ich glaube, das haben viele Spieler geliebt. Ich finde das großartig. Ist auch etwas, das auch mir tatsächlich fehlt. Warum gibt's das nicht? Sehr gerne. Ich wäre sofort einverstanden. Australien ist fast ganz besiedelt.
Pyramide bauen. Orakel bauen. Apadana. Also ich glaube, ich hab die Russen jetzt so weit weich geprügelt, dass ich St. Petersburg einnehmen kann. Jetzt? Dann gehe ich mal ganz schnell mit rüber. Mit meiner Hetairos-Kavallerie habe ich jetzt schon zwei an der Front. Zeig mal. Und da reiten sie rein. Uns hat gereicht. Sehr schön. Großartig. Ja, da ist Russland auch nicht mehr. Jetzt sind die Teams ausgeglichen. Schauen wir. Ich habe den Finstern verlacht, die Stadt wird demnächst umbenannt in Sakhorgrad. Dem großen Vorbild folgend. Liebe Zuschauer, was hättet ihr gerne in Canberra? Hättet ihr gerne ein Wunder? Oder sollen wir jetzt erstmal mal auf Expansion gehen? Kornspeicher, ne? Kornspeicher bauen. Ich denke schon. Erstmal gucken, dass wir hier richtig viele, viele weitere Bürger dazu bekommen. Und wir brauchen ja demnächst auch einen Bauarbeiter. So, ja, wir brauchen einen Bauarbeiter. Ist es nicht geworden, aber was Ähnliches. St. Zakosburg. Hätte ich raten müssen, hätte ich das gesagt. St. Zakosburg. Tatsächlich. Finde ich cool. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so größenwahnsinnig. Ein Frosty sagt... Bin ich jetzt der Outsider hier? Hätte ich Pasargade zu Bugade umbenennen sollen? Man weiß es nicht. Was sagt der Ein Frosty? Ein Frosty macht mich darauf aufmerksam, es gäbe einen Kameramod, eine Kameramodifikation, mit der man noch näher ranzoomen kann, was für Let's Plays praktisch wäre. Ich glaube, also das ist ähnlich wie bei Civ 5, da braucht man gar keinen Mod, da muss man einfach nur in der entsprechenden INI-Datei einen Wert verändern. In einer Textdatei oder in einer XML-Datei und dann kann man das von alleine machen. Das habe ich früher bei Let's Plays auch gemacht. Und ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das hier sogar auch gemacht, weil ich kann ja relativ dicht dran. Das kann man, glaube ich, auch selber machen. Pivo macht mich darauf aufmerksam, die Stadtnamen müssten noch verändert werden in Australien. Sydney an der Nordwestküste, das ging ja gar nicht. Das machen wir ganz am Schluss. Dann müsst ihr mir schreiben, welche Stadt wohin kommen soll. Warum ich die Gesandten behalte, werde ich im Chat gefragt. Ja, ich kann nämlich in einer Runde die Regierungsform wechseln. Und dann hole ich mir hier die Diplomatiekarte, dass der erste Gesandte in einem Stadtstaat gleich zwei, dass der für zwei zählt. Und dann kann ich bei all den Stadtstaaten, bei den dann zwei oder drei Gesandten, die ich habe, bekomme ich gleich doppelt so viele. Deshalb mache ich das. Ganz schön clever. Sieht gut aus. Jetzt habe ich so viele Einheiten und plötzlich keine Gegner. Kann ich Wasser noch nicht? Den Schiffbau erforschen und zu uns kommen. Ja, so ist das. Oder du greifst China an. Vielleicht ist da ja auch jemand. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich besiedle erstmal Australien, weil sonst komme ich ja gar nicht mehr dazu, bei euch gucken zu können. Raclette-Käse stellt kluger Mann stellt fest, WB weiß, was er tut. Der kennt ihn noch nicht gut. Marco Tribun dagegen hat geschrieben, WB hat einfach nicht mitbekommen, glaube ich. Und schreckt mir die Zunge raus. Ich glaube, ich bin zu freundlich zu ihm. Und Assassine fragt, mit welcher Fraktion spielt er? Ja, guck dir das mal an. Wonach könnte das aussehen? Sydney, Canberra, die Umrisse eines Kontinents, die einem vage bekannt vorkommen. Ganz ernsthaft, liebe Leute, es sind nicht alle von Anfang an dabei gewesen nach mittlerweile. Österreich, Austria, nicht? Österreich ist das. Ich spiele Österreich. Und Zakor spielt Ungarn. Und Piero Parker spielt die Deutschen.
Nein, wir spielen auf einer historischen Weltkarte, auf einer echten Weltkarte. Und Zacko spielt die Makedonen und Piropaka spielt die Perser und ich spiele die Österreicher. Genau, die Österreicher weltweit bekannt für ihre Kängurus. Und hast du eigentlich deine Spezialeinheit, deinen berittenen Känguruschützen schon gebaut? Noch nicht, der ist noch nicht freigeschaltet. Ich habe noch keine Ressource Kängurus angeschlossen. Das wird Zeit, ganz dringend. Wir könnten übrigens auch tatsächlich Amerika besiedeln. Dort gibt es nämlich nichts. Wer nämlich darauf verzichtet, dort eine Fraktion zu platzieren. Wer sich keine Zeit für Erholung nimmt, wird sich früher oder später Zeit für Krankheit nehmen müssen. Was so. Ja historisch auch zumindest, ich weiß nicht, 1000 vor Christus, da war doch noch nicht viel los, ne? Also insofern, glaube ich. Oh Gott, hätte ich mal nichts gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt werde ich bestimmt gleich im Chat zurechtgewiesen. Aber ansonsten wäre das, glaube ich, historisch einigermaßen so korrekt. Zumindest die Amerikaner, die gab es natürlich so noch nicht wirklich 1000 vor Christus. Also insofern, gerettet. Gerade mal gut gegangen. So, jetzt habe ich diese Diplomatiekarte und Karthago, bin ich ein großer... Hat einer von euch Gesandte schon in Karthago oder in Kabul? Ich habe ebenfalls einen Gesandten in Karthago. Das heißt, ihr macht euch gegenseitig in Karthago Konkurrenz, sehr klug. Nö. Ja, ich habe den gratis bekommen, weil ich Karthago entdeckt habe. Und ich wollte einfach nur da einen ersten Produktionspunkt für, dass ich Einheiten ein bisschen günstiger bauen kann, haben. Wir sind ja, wir reden ja hier noch nicht über Suzerän oder nicht Suzerän, soweit sind wir ja noch nicht. Bei mir ist das Spiel gerade ein bisschen irgendwie eingefroren. Ich komme hier gerade wirklich... Echt? So, jetzt geht's wieder. Nee, alles gut. Wieder. Musst du mal einen heißen Rum trinken mit Zitrone. Dann geht's dir besser. Ich versuch's mal. Also meine Idee mit den Gesandten war vielleicht doch eine Schwachsinnsidee, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, Mark hatte doch recht, es gäbe zwei Gesandte, aber nur einen, dafür die ganze Warterei. Weiß nicht, ob das so klug war. Ich möchte eigentlich schnellstmöglich zur nächsten Regierungsform, die ist aber weit weg. Wo ist die denn? Oh Gott, ist die weit weg. Das lohnt sich ja überhaupt nicht, die ist hier. Da würde ich gerne hin. Die Handelsrepublik nehme ich an. Übrigens, wir Australier haben einen Bonus, wenn wir zum Opfer einer Kriegserklärung werden. Davon kann bei euch leider nicht die Rede sein. Weil ihr sorgt, greift ja immer selber die Leute an. Deshalb komme ich nicht dazu, diesen Bonus zu nutzen. Das stimmt. Ja, das ist das Problem, wenn man mit solchen blutrünstigen Kriegstreibern in einem Team spielt. So ist es. Wir befinden uns ja quasi seit, ich würde sagen, fast 30 Runden im Dauerkrieg. Zackor sei Dank. Ja, was kann ich dafür, wenn Polen so nah an mir siedelt? Selber schuld! Genau. Im Chat werden einige Fantasien geäußert, über die ich mich jetzt, über Kleopatras Peitsche, das jetzt mal weg. Das sind ja ganz private Geschichten, die möchte ich nicht öffentlich entblättern. Treue Zuschauer der Franco-Germanien-Reihe offensichtlich. Was ich schön finde übrigens, ich könnte jetzt Schwertkämpfer bauen, aber in ganz Australien gibt es kein Eisen. Aber ich brauche auch keins mehr. Ich glaube, ich habe noch nie einen so kreativen Let's Player getroffen wie Zacor. Der hat nämlich gerade die Hauptstadt der Makedonier von Pella umbenannt zu Propella. Nein. Das ist ja echt witzig. Du bist ein Genie, Jan. Ja, wenn wir gerade beim Umbenennen waren. Toll, jetzt stehe ich voll unter Zugzwang. Ich bin der Einzige, der bisher noch seit die ganz normalen, langweiligen Standardnamen hier hat. Aber ich lasse mich jetzt nicht von euch unter Druck setzen. Zieh das jetzt durch hier. Gibt es einen guten Standort für heilige Städte? Dank des Bonus, den wir Australier haben, dass bestimmte Bezirke auf sehr attraktiven Geländefeldern extra Punkte
bringen, wäre das hier ein genialer Standort. Plus 4 Glauben, aber auch hier plus 3. Da kann man was mit reißen. Da setze ich jetzt mal eine heilige Stätte hin. Die ist in 5 Runden schon fertig. Da wollen wir mal schauen, was das bringt. Ich muss dann selber keine heilige Stätte bauen, weil die Russen mir eine schöne gebaut haben. Und zwar das ist lieb von denen. In den Wäldern. Das ist immer ganz praktisch. Jetzt ist ganz Australien tatsächlich ohne irgendein komplett besetzt mit australischen Städten. Weit und breit kein Platz mehr, wo irgendwelche gallischen Dörfer Widerstand leisten könnten. Coole Sache. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt hast du mir den Witz kaputt gemacht. Das tut mir herzlich leid. Das ist auch bei uns in der Community immer ein Witz, wenn irgendjemand sagt, jetzt habe ich irgendwas ganz erobert oder so, kommt immer ein Spruch, ganz? Ein Zuschauer Nein, ein sagt, kleines gallisches Dorf. Ein Zuschauer im Chat sagt, er hätte gerne statt Barbaren als Option wilde Tiere. Ebenfalls aus C4, ne? Gab es ja. In C4, war, wenn man so will, so eine Art Vorstufe zu den Barbaren. Ne? Griffen auch einfach planlos an. Waren mitunter echt gefährlich, wenn man irgendwie mit einem Siedler irgendwo hinzog oder mit unbewachten Einheiten durch die Gegend zog. Wölfe. Warum nicht? Wölfe gab es dazu. Wölfe, ja, ich glaube, es gab auch Ehren und Säbelzahntiger. Die Bären, die waren vor allem auch stärker als ein Krieger. Da musste man sich richtig in Acht nehmen. Da konnte man auch gern mal eine Einheit verlieren, schon ganz früh. Killerschnecken, meint Raclette-Käse, wäre auch eine Möglichkeit. Killerschnecken. Gibt's dann in Beyond Earth 2? Da gab es ja vorher, da gab es doch diesen Belagerungswurm, dann gibt es vielleicht im Jahr 2 die Belagerungsschnecke. Oh, ich hab gepennt. Stellt ihr Häuschen auf und feuert dort heraus. Ich hätte mir hier natürlich das Luxusgut Perlen anschließen können. Da habe ich leider gepennt. Wo habe ich denn noch Bauarbeiter? Keinen einen mehr. Wie teuer ist es, einen zu kaufen? 130 habe ich bald. Lykos Philosophisikos oder so ähnlich. Bitte dich, Piro, in Ägypten die Pyramiden zu bauen. Die Pyramiden. Ist das eine Aufforderung, eine kleine, wie soll ich sagen, meine Einheiten mal Richtung Raketet zu schicken. Anscheinend. Muss ich das so verstehen? Ja, wenn Kabul gefallen ist, musst du ja irgendwas noch machen. Mit deiner Armee. Sankt Zakosburg, Propeller Zakorandria. Also ich glaube, das ist ja echt alternative Geschichte, die wir hier schreiben. Piero Parker, wann fällt Kabul? Das sieht im Moment noch nicht so ganz gut aus. Ich fange jetzt erstmal wieder neu an dort mit einer Belagerung. Ich hatte zwischendurch eine kleine Barbareninvasion, die ich erstmal abwehren musste. Aber ich fange jetzt gerade wieder an, aus allen Salven hier auf Kabul zu feuern. Ich sage Bescheid, wer Kabul fällt. Ja. Sehe ich das richtig, dass dein einziger Nahkämpfer wieder der Speer ist? In der Tat. Aber er ist gerüstet und gewappnet und wird alsbald in Kabul eindringen. Das ist tatsächlich ein kleiner Nachteil der Perser. Sie haben keine starke, frühe Nahkampfeinheit. Sie haben halt diesen Krummsäbelkämpfer, Immortal, wie er auf Englisch heißt. Und der kann lediglich, ist halt eine Fernkampfeinheit, der kann nicht in den Nahkampf gehen. Obwohl er den Schwertkämpfer ersetzt. Etwas unglücklich. So, ihr wartet auf mich, ich beeile mich. Augenblick bitte. Ein Zuschauer im Chat, augenscheinlich ein Fan von, wie heißt der? Stephen King, ne? Der Horrorautor aus den USA, ne? Stephen King. Er hätte halt gerne als Spezialeinheit der Barbaren einen Killer-Clown. Der hat halt S mit gelesen. Mit so einem Hammer. Großartiger Roman, finde ich. Den habe ich ein paar Mal gelesen, finde ich ganz, ganz toll. Wird gerade neu verfilmt. Stimmt, davon habe ich auch gehört, ja. War, glaube ich, in den 80ern schon ein riesiger Kinoschlager. Das war das Original, der Originalfilm.
mit Tim Curry, glaube ich. Trollosaurus stellt fest, Pyrus Speer haben die Spezialbeförderung Städteroberung. Das stimmt. Und dazu gibt es jetzt einen großen General, denn ich kann hier Hannibal kann ich hier rekrutieren. Als großen cool. General. Bietet plus 5 Kampfstärke, plus 1 Bewegung für alle Einheiten, bla bla, das ist schon mal cool. Und gewährt eine Beförderungsstufe für eine militärische Landeinheit. Starkes Ding. Den schicken wir gleich mit an die Front. Und wir feuern weiter auf Kabul. Da gibt es jetzt den ersten Schwertkämpfer. Die Zuschauer sehen auch, wie Kabul möglicherweise bald fällt. Wie gut, dass es in Kabul noch keine Stadtmauer gibt, sonst würde Piro Parker alt aussehen. Das ist in der Tat richtig. Man könnte sonst, wenn die auch an einer bauen würden, dann könnte man das sehen. Also dann wäre hier in der Grafik rund um Kabul das schon angedeutet. Das ist zum Glück bisher noch nicht der Fall. Angesichts der Tatsache, dass ein Parker, ein Pyro-Parker, gerade eine Stadt auf einem Hügel angreift, werden die alten Hügelparker-Witze wieder rausgeräumt. Ich bin persönlich aber kennender Hügelparker. Definitiv. Pyro-Parker ohnehin. Pyro-Parker ist der Cousin der Hügelparker. Er ist die Ikone der Hügelparker-Bewegung. Nekton sagt, ich wollte einen Handwerker kaufen. Nein, ich wollte einen Handparker kaufen. Boah. Oder war es ein Hügelparker? Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges. Ich finde es aber vollkommen berechtigt, dass Pyro da den Hügel erobern will, weil sonst kann er ja nicht drauf parken. Der muss weg da, der Gegner. Seht ihr? Finde ich vollkommen logisch. Ja, total logisch, total nachvollziehbar. Ich habe jetzt mal mehr Produktion für Handwerker geholt, habe 138 Gold. Aber schau mal, du hast da jetzt wieder einen... Geld macht nicht glücklich. ...tabulierischen Bogenschützen auf einem Hügel im Lager, siehst du den? Den sehe ich. Der feuert gar nicht auf dich, das ist wieder dieser... Na gut, der kann nicht auf mich feuern, ne? Der könnte, Hügel. Er ist aber auf einem Hügel. Er ist auf einem Hügel. Er eigentlich feuern können. Ach stimmt, da hast du recht. Also, der hätte feuern können. Ich behaupte, ja. Der feuert nicht, obwohl er kann. Ja, ich glaube, du hast recht. Und das gleiche Problem hatte ich bei mir bei St. Petersburg auch. Da haben einige Male die russischen Bogenschützen nicht gefeuert, obwohl sie könnten. Oh, Seoul hat uns den Krieg erklärt. Ich nehme mal an, weil da jetzt sehr gute Beziehungen mit unseren Gegnern sind. Solche Pflege. Ich glaube, es könnte so langsam Zeit werden, nochmal was zu verlosen im Chat. Was würdet ihr denn davon halten, wenn ich beispielsweise den verbleibenden DLC Persien und Makedonien für euch verlose? Alle Leute, die in den nächsten 2 Minuten etwas posten, kommen in die potenzielle Verlosung rein. In den nächsten 2 Minuten? Ja, poste ich jetzt auch. Sofort. Alle, die einfach nicht Pyro-Parker heißen und die nicht mitspielen und keine Moderatoren in meinem Community-Forum sind. Sollte ich gewinnen, stifte ich den Preis natürlich. Für gemeinnützige Zwecke. Das ist lieb. Das heißt, den bekommt dann deine kleine Schwester, oder? Meine kleine Schwester. Die hat zwar das Hauptspiel nicht, aber die freut sich über den DLC, den nagelt sie sich dann an die Wand. Ja. Machst du das privat auch, überzählige Steam-Keys an die Wand nageln? Genau, genau. Ich kann mich kaum retten vor Steam-Keys. Und die drucke ich immer aus und pflaster damit hier die Wände. Das heißt, es lohnt sich, bei dir mal zu Besuch zu kommen und dann die Wand zu fotografieren. Genau. Die erste Minute ungefähr beim Daumen ist vorbei, der Aktion. Ostning sagt, die Hügelparker Clipses aus der Community waren klasse. Ich möchte eine Hügelparker Tasse gewinnen. Ich habe leider keine da. Tut mir leid. Ich muss, Entschuldigung, fahr fort. Reaper schreibt im Chat, er hätte sich gestern Civ 6 gekauft. Gute Entscheidung, du wirst es nicht bereuen. Viel Spaß.
Christina schreibt aus irgendeinem Grund WB, 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 WB for the win. Weiß im Augenblick nicht so richtig, worauf sich das bezieht. Vielleicht die Hoffnung, dass ich in Australien... nee, ich weiß es nicht. Ah, Birgnodin hat einen ganz klugen Tipp. Übrigens, die 2 Minuten sind so gut wie vorbei. Er bewahrt sich Steam Keys immer an seinem Schlüsselring auf. Das klingt logisch. Tipp. So, Zeit vorbei und jetzt wollen wir mal schauen, wer bekommt den zweiten Einkaufsgutschein. Oder wollte ich den DLC verlosen? Es war der Einkaufsgutschein, ne? Helft mir mal kurz. Es war der Einkaufsgutschein. Zweimal, pardon, 10 Euro. Ein 10 Euro gratis Reduzier-Dingsbums-Gutschein bei unserem Shoppartner bei Games Planet. Das heißt, wenn man ein Spiel dort kauft über seinen Games Planet-Account, das mindestens 30 Euro wert ist, bekommt man 10 erstattet und kann die beim Kauf dann einlösen. Man kann, wenn man kein Spiel kaufen möchte, aber jemand anders was Gutes tun, so einen Code natürlich auch verschenken an irgendjemand anders. Man wird also nicht gezwungen, aufgrund dieses Geschenkes dort Geld auszugeben. Das wäre ja noch schöner. Skydiver ist so lieb und postet nochmal den Chat, Shop-Link darauf im Chat auf Twitch.tv. Die YouTube-Zuschauer sehen ihn auch. Und bei der Gelegenheit ein dickes Dankeschön nochmal für die gute Zusammenarbeit seit mittlerweile über 2 Jahre mit Games Planet. Viele Leute aus unserer Community beziehen ihre Spiele überwiegend mittlerweile auf Games Planet und berichten immer wieder von dem extrem freundlichen und extrem zuverlässig und schnell reagierenden Support dort. Und der auch viele kleinere Konflikte rapzap löst und sehr oft sehr kulant auftritt, kann ich nur bestätigen. So, das sind die Leute, das ist der Gewinner des 10-Euro-Gutscheins. Und lasst die Würfel rollen. Glückwunsch an Gadolinix. Hey, cool. Glückwunsch. Glückwunsch an dich. Herzlichen Glückwunsch. Und ich widme mich weiterhin jetzt Australien. Wann kriege ich endlich meinen großen Propheten, nachdem ich so lächze? Ja, damit meine ich nicht Pyropaka. Ich hole die Makedonen dabei ein. Die wollen mir einen wegschnappen. Warum willst du denn unbedingt einen großen Propheten, Ozakwa? Warum nicht, ist die Frage. Ja, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ich hätte gerne einen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch verhindern kann. Hast du eine Karte? Eine großen Prophetenkarte? Also ich habe diese Joker-Politik genommen. Ja, ich glaube, er macht große Persönlichkeitspunkte, weil er diese Lavra in St. Zakhorsburg von Peter geerbt hat. Und die macht große Persönlichkeitenpunkte. Zakhor kann gar nichts dafür. Und ich habe auch diese, glaube ich, diese Joker-Karte genommen für... Ach, das auch noch. Große Prophetenpunkte, ja. Möchte jemand unbedingt eine Religion gründen? Auf ja, warum denn nicht? Auf einen besonderen Wunsch von Patrick im Chat. Das ist der Bonus von Jakarta. Mehr Handelsposten in fremden Städten bieten mehr Gold. Heilige Städte steht jetzt in Canberra. Und soll da, kommt jetzt noch ein Schrein dazu. Aber wisst ihr was? Ich baue einfach die Pyramiden jetzt. Irgendjemand muss es ja tun. Pyramiden. Wenn Piro es schon nicht tut, dann tu du es wenigstens. Im Chat gibt es die ersten Namensvorschläge für die Religion, die Zakhor gründen wird. Seruel meint, könnte es der Zakhorismus werden. General Feierabend sagt ganz zackig, es könnte das Zackentum sein. Seruel hat gleich einen zweiten Vorschlag, den Zackslam. Oder wie man ihn im Poetry Slam ausdrücken würde, den Sexlam. Ja, der Stream kommt nachträglich als Video auf YouTube, Sharax.
Ja, eine sehr gute Idee von voodoo.de im Chat. Die Pyramiden werden natürlich von mir händisch umbenannt werden und werden auf WB-Miden umbenannt werden. Schauen wir uns mal an, was Piro hier so treibt, rund um Kabul. Er führt wieder Krieg, ohne Bescheid zu sagen. Nein, ich wollte ohnehin sich jetzt in diesem Moment einladen. Wo kommen denn die ganzen Barbaren bei dir her? Was ja, ich hab dummerweise einen Späher übersehen und der hat dann mein Land ausgekundschaftet. Erster Twist in unserem Team, habt ihr es erlebt? Jan disst Timo und fragt ihn angesichts seiner vielen Soldaten, wo kommen all die Barbaren her? Miese Stimmung in unserem Team. Gut, also Kabul kriegt jetzt einmal den letzten Beschuss, der letzte Lebenspunkt fällt. Und dann darf wieder dieser glorreiche Speer mit dieser besonderen Eigenschaft, dass er besonders gut Städte einnehmen kann, der zieht jetzt mal los. Wahnsinn. Und haut hier einen Schwertkämpfer nach dem anderen um. Unfassbar. Das ist ein Kung-Fu-Kämpfer. Großartig, cool. Kabul ins Persische Reich. Super. Yeah. Klasse. Also diese persischen Speere sind wirklich gefährlich, da muss man aufpassen. Echt, neue Spezialeinheit entdeckt. Soll die nicht in diesem Add-on, wie heißt das nochmal, Tyrann und Hinterwäldler, war da nicht auch dieser Speer enthalten? Hast du den darüber eingeführt? Genau. Hast du eine Preview-Version? Richtig, ja. Richtig, ja, jetzt ist es raus. Also ich wollte es eigentlich nicht verraten. Darin ist auch enthalten hier die tolle Walt Disney. Ich bin hier jederzeit in Disney World. Soll ich das machen? Ich baue gleich mal Disney World. Mach das. Aber nur wenn ich dann den Trump Tower bauen darf. Da gucken wir mal. Dresch hat einen guten Vorschlag für dich, Zakor, wie deine Religion heißen könnte. Die Zeugen Zakors. Nicht schlecht. Zeugen Zakors. Trollosaurus, so, ich bin auch so verfreut. Hey Timo, Trollosaurus bittet dich, wenn möglich, den Speer bitte umzubenennen in Bruce Lee. Wieso kann ich den das? Muss ich gleich mal gucken. Man kann doch tatsächlich, wenn die schon mal eine Beförderung erhalten haben, kann man die umbenennen. Ich guck mir das gleich mal an. Ist so eine Schreibfeder, dann müsste da auftauchen in den Optionen. Bruce Lee, ja, das ist eine coole Idee. Kleiner Kulturschock hier. Ich bin schon wieder eine Runde weiter. Also am Anfang lag es ja an mir. Ich musste all diese Barbaren massakrieren, nachdem Australien jetzt aber ganz uns gehört. Ich könnte aber schon mal einen Speer bauen. Ich habe keinen einzigen Speer bislang gebaut. Und könnte damit gleich wassern und versuchen, die Umgebung zu erkunden. Tatsächlich kann ich dummerweise diesen Speer nicht umbenennen. Das ist ja echt ärgerlich. Ich könnte meine ganzen anderen Einheiten, die kann ich alle umbenennen, aber nicht diesen Speer. Das will mir nicht in den Kopf. Vampirello beschwert sich, dass der Vorschlag Zeugen Zakors, dass der von ihm kam und das scheint wohl wirklich so zu sein. Den Klau. Pfui. Nein, das war ein Versehen. Dresch hat das einfach aufgegriffen, ihm zugestimmt, das wollte er gar nicht. Ach so. Raclette-Käse stellt fest, WB, der schnellste SIF-Spieler aller Zeiten, fügt komischerweise dazu, das glaube ich nicht, das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Da tauchen ja jede Menge Barbaren auf in der Nähe von Pasargada. Wo kommen die her, Mensch? Ja, da sprachen wir ja schon darüber. Ich hatte einen Speer offensichtlich übersehen, einen barbarischen, und dann ist er wieder nach Hause zurück. Und deswegen muss ich mich hier gerade dieser ganzen Reiter hier erwehren, aber sieht ganz positiv aus, also das klappt schon. Die machen mir keine großen Probleme. Ich bin ja von Geburt an übrigens ein Reiter. Weil ich in Reit geboren bin. Ganz ernsthaft. Oh. In Mönchengladbach Reit. Das gibt's nicht mehr. Wurde eingemeindet von Mönchengladbach und wird auch nicht R-E-I-T geschrieben, sondern R-H-E-Y-D-T. Kein Witz. Klingt wie ein irgendein obskurer LSD-Stadtname aus den 60ern. Als ob die Stadtväter da eine Pille zu viel eingeworfen hätten. Vermutlich war es genau so. Ja, jetzt sind wir, tschüss Tracy, jetzt sind wir wieder beim Thema Reiter und Birnudin bezeichnet mich ganz treffenderweise, geistreich wie er ist, als einen Bullenreiter. Ja, Trollosaurus erinnert an die deutsch-französische, an unser Let's Play Together, Piro.
und sagt, WB, ein Reiter, das hörte sich doch in der deutsch-französischen Freundschaft bei der Videoreihe noch ganz anders an. Ganz genau, stimmt. Denn da hat WB geoutet, hat er sich geoutet als großer Pferdefreund. Naja. Ich habe A, Angst vor Pferden und B, esse ich sie gerne. Also fürchterlich. Was man nicht liebt, das möchte ich gar nicht sagen. Das, heißt das nicht im Volksmund so? Was man nicht liebt, das frisst man? Doch, Bernardin, du hast recht. Bernardin meint, aber es stimmt, WB wollte... Er verteidigt mich mit den Worten, WB wollte nicht sagen, dass er so alt ist, dass seine Geburtsstadt nicht mehr existiert. Aber es ist tatsächlich so. So, die Religion habe ich jetzt gegründet. Bitte keine Skydiver und anderen Kollegen, bitte keine kommerziellen Dinge hier im Chat posten, dass hier Spiele verkauft werden. Also ihr dürft jetzt auch alle den Zeugen Zakors folgen und beitreten. Oh, Religion gegründet? Wo denn? In welcher Stadt? In St. Zakorsburg natürlich. Da, wo der heilige Zakor begraben liegt. Die Zeugen warum Zakors. Hat denn die Zeugen Zakors, warum haben die denn als Symbol eine Krabbe oder einen Krebs? Das musst du erklären. Möchtest du deinen... Da hab ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Zen-Meditation, mehr Annehmlichkeiten in Städten mit zwei Spezialbezirken, mehr Gold für jede Stadt mit dieser Religion. Cool. Und natürlich mehr Produktion für Militäreinheiten. Aber nur für früher. Ja. Denn Makedonien hat ja seine Spezialeinheiten in der Frühzeit. Das heißt, da muss man nachlegen, damit man den Vorteil voll ausnutzen kann. Nächster Handwerker kostet noch ein kleines bisschen Geld. Den kaufe ich mir hier. Da oben könnte ich ihn auch... Ach, Mist. Der hier hat noch... Wie viele? Nur noch einen Slot. Also den rüber zu schicken lohnt sich nicht wirklich. Mache ich. Hat jemand von euch ein Zufriedenheitsproblem? Ich hätte hier ein Seide-Luxusgut abzugeben. Oh, das klingt cool. Also, meine Leute sind fast alle unzufrieden. Na dann, ich könnte auch im Tausch Wein anbieten. Ich würde gar nichts im Tausch anbieten. Das ist eine knifflige Entscheidung. Machst du denn später noch mehr Seide? Wirst du denn später noch mehr Seide haben? Später ja, aber sehr viel später. Ja, obwohl, nein, ich kann euch das auch, ihr seid ja meine Homies, ich kann euch dafür sorgen, dass wir, das ist eine gute Idee. Ihr kriegt beide eure Seide. Ich bräuchte, nee, passt. Lehnt euch zurück. Ich gebe es mal erstmal dem Daniel, weil er ja schon, weil seine Leute, die, ich sehe das ja hier parallel in dem Twitch-Stream mit, die sind ja, die rebellieren ja schon fast unter dieser Herrschaft. Würde ich mir auch Gedanken mal drüber machen, lieber Daniel. Aber in der Tat, ich schick dir schon mal ein Seide-Luxusgut und Zacko, du bekommst das zweite in wenigen Runden. Ja, danke. Einverstanden. Okay. Ja, natürlich. Klar. Das ist ein fairer Vorschlag, finde ich. Wo ist er denn? Da ja, ist er, mit dem juhu, schönen Strohhut. Das ist gar kein Strohhut. Der Großgewachsene so. Mit der Brille und den wenigen Haaren auf der Stirn, der dir rüberwinkt. Juhu, hier. Das ist ein gutes Abbild von dir, ne? Sieht dir wirklich sehr ähnlich, der John Curtin. So ein bisschen. Naja, gut. Ja. Ich schick dir mal ein Seide-Luxusgut herüber. Bitte sehr. Ja, ich habe leider gerade ein paar Probleme mit den Buttons auf der rechten Seite, weil ich... Geh mal eine Runde weiter, dann kann ich das eher annehmen. Mhm.
Sofort, ich brauche mal. Alter, ich habe so viele Einheiten, die muss ich gerade noch kurz bewegen. Das ist das, was ich sonst immer sage. Und du trommelst halt immer mit den Fingern auf den Tisch rum und ziehst mal kurz deinen einen Speer von der einen Stadt in die anderen und den Bogenschützen hier und hin, das war's dann. So, jetzt klicke ich auf eine Runde weiter. Das Orakel wurde vom chinesischen Kaiser errichtet. Jetzt hoffe ich mal, dass das Angebot rüberkommt. Ich kann's. Nie, nie gotowam zaprzestać służyć Bogu. Zaczynam je na jego dobrą pracę. Es kommt endlich die Nachricht, dass leider dass Hedwig mit ihren Polen leider untergegangen ist. Der Dienst an Gott, den kann sie leider nicht weiter verrichten. Mal gucken, was hier sonst noch aufgeploppt war. Der Peter wurde besiegt. Der Peter vor allem. Ja. Der Peter. Das Leben ist kein Kinderspiel, stellt er fest. Hat er recht. Das hat man klüger nicht formulieren können. Und jetzt kommt die Vereinbarung von Pieropaka. Wie aus dem Gesicht geschnitten. So sieht Pieropaka aus. Der bietet mir tatsächlich 30 Seide. Was kann ich dir im Gegenzug geben? Newcastle 30 Seide? Moment mal, ich hoffe, ich habe da nicht verklickt hier irgendwie. Du kannst mir gerne eine deiner Städte geben. Da hätte ich meine erste Überseekolonie. Ja, immer welche gerne. Hättest du gerne? Nein, 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 wir machen keinen Blödsinn hier. Das ist ein Geschenk. Ich möchte nichts dafür. Zu spät, ich gebe dir 10 Gold. Das ist unter meiner... Ich bin doch kein Almosenempfänger, kein Bettler. Du bekommst einen fairen Preis dafür, einmal 10 Euro. Mist, und ich hatte jetzt gehofft, ich könnte das als Wiedergutmachung betrachten für die Franco-Germanien-Reihe, in der ich dich regelmäßig anpumpe, was ja schon fast zu einem Running Gag geworden ist. Naja, gut. Vielen Dank. Bitte sehr. Die 10 Gold sind angekommen, glaube ich. Nee, noch nicht. Ich muss das nochmal bestätigen. Mach ich jetzt. Viel Spaß mit der Seide. Man kann sich wunderschön drin einwickeln. Hält schön warm. Jetzt liegt ja Indien offen. Jetzt kannst du da alles besiedeln. Sehe ich auch, genau. Man könnte dort in Indien wunderbar die ein oder andere Stadt gründen. Das möchte ich auch gerne und bald tun. Aber ich möchte jetzt erstmal meine Militärs vorantreiben und vielleicht ja dem Qin Shi Huangdi, der Chinesen, nochmal einen Besuch abstatten. Ich denke mal eine Runde weiter. Kann es sein, dass wir von der Welt noch nicht so unglaublich viel kennengelernt haben? Schiffsbau wird jetzt von mir erforscht. Ich kann mir keine Bedingungen vorstellen, aufgrund derer ein Schiff... Sakor Hafen ist ja auch schon gegründet worden. Und da kommt auch gleich die nächste Stadt. Meine Güte, die Makedonier, die bereiten sich ja hier aus. Das ist wie nichts Gutes. Simono. Hör ich da Neid in deiner Stimme? Ein wenig vielleicht. Ich werde allgemein. Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen. Wir bezwingen uns selbst. Ich werde allgemein gelobt übrigens für mein großzügiges Angebot, das ich Pieropaka gemacht habe bei dem Handelsgeschäft eben. Simononi sagt 300 Jahre Seide gegen 10 Gold, die Zinsen sind fast besser als die der Banken. Sky sagt, nein, pardon, das war was anderes. Und Seruel sagt, zu dumm, dass WB seine Glasperlen noch nicht hat, um sie gegen Gold zu tauschen. Das ist wohl wahr. Wir haben etwas verspätet begonnen, deshalb machen wir dann, überziehen wir noch ein klein bisschen, aber ewig wird der Stream nicht mehr dauern. Ihr müsst leider bald ganz tapfer sein. Eine Sache gibt es noch zu verlosen, das wird ein DLC sein, der für Persien und Makedonien, den haben wir doch noch. Mit anderen Worten, ihr könnt Pieropaka und Sakor gewinnen. Aber jetzt nicht persönlich oder so. Doch. Das nächste Mal, wenn ich dir eine E-Mail schicke, mit einer Einladung, Co-Let's Player bei einem Stream zu sein, immer Piro, immer das Kleingedruckte lesen. Oh ja, hier sehe ich es ja. Unter Paragraph 8, Piro wird sich selbst dem Gewinner von Verlosung 3 zur Verfügung stellen. Mit dem Feudalismus. Super. Genau. Und ganz im kleinen Kleingedruckten steht drin, dass die Überreichung, dass das Geschenk nicht eingepackt überreicht wird.
Okay. Oh, meine Güte. Hier geschehen Dinge. Das will doch keiner. Will doch keiner einen nackten Piro bekommen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Hat einer was dagegen, wenn ich mir Soul hole? So zu reines Kleopatra, das ist doch ein schlechter Witz. Piro, da musst du einfach deinen Bart noch ein bisschen wachsen lassen. So, Zacko, ich schicke dir meine Vereinbarung rüber. Seide gegen Wein. Die sollte jetzt bei dir angekommen sein. Karthago, jede Menge Kriegserklärungen, weil Karthago mittlerweile von... Und hab's angenommen. Cool. Wein habe ich ja in Europa hier zuhauf. Pivo stellt klugerweise fest, Australiens größtes Exportgut ist doch im Real Life die Kohle. Da liegt es nahe, dass WB seine Geschäfte mit Geld, also mit Kohle, über die Bühne bringt. John Witulski hätte dich gerne doch verpackt, Timo. Mit der Begründung, Boah. Wenn der Piro nicht original verpackt ist, hätte er doch keinen Sammlerwert. Das heißt, er möchte dich weitertauschen. Gut, er möchte mich, gut, ist in Ordnung. Eine ganz ernsthafte Frage von Trollosaurus, wie er betont. Glaubt ihr, dass es in absehbarer Zeit nochmal einen DLC oder ein Add-on gibt oder jetzt erst ein bisschen Pause? Ich vermute, also es, aber wirklich, ich habe nichts aufgeschnappt. Also das ist wirklich nur meine persönliche Vermutung, um alle Gerüchte aus dem Weg zu gehen, dass innerhalb der nächsten Wochen das Add-on Tyrann und Hinterwäldler erscheinen wird. Könnte Nein, gut ernst. Sein. Ich glaube, also ich persönlich denke, und ich habe wirklich nichts aufgeschnappt, dass es in der zweiten Jahreshälfte ein Add-on geben wird. Kein kleinen DLC, die haben die jetzt erstmal richtig alle rausgehauen, sondern ein richtiges Add-on. Dieses Jahr noch? Meinst du tatsächlich? Oder es gibt in der zweiten Jahreshälfte vielleicht von XCOM, von XCOM 2 ein Add-on und im nächsten Jahr dann von Civ 6 ein Add-on. Das halte ich tatsächlich für wahrscheinlicher. Ja? Ja, das glaube ich. Also wenn man jetzt mal so zurückschaut, bei Civ 5 beispielsweise, war ja 2010 released worden, 2012 kam allerdings erst das erste große Add-on heraus. Mhm. Ich glaube auch bei Civ 4 hat es über ein Jahr gedauert, bis das erste DLCR, bis das erste Add-on rausgekommen ist. Und ich würde mich sehr wundern, wenn das dieses Mal so schnell ginge. Also ansonsten, wer so ein bisschen auf Glaskugelleserei in diesem Zusammenhang steht, dem möchte ich wirklich ans Herz legen, es gibt im englischsprachigen Civ Fanatics Forum gibt es Leute, die Steam-Datenbanken jeden Tag aufs Neue überprüfen und gucken, was 2K bei Steam hochlädt oder nicht und was auch immer und daraus dann mitunter erschreckend treffsicher vorhersagen, wann welcher DLC kommt und so weiter. Also das einfach nur, wen das interessiert, der möge da mal reinschauen. Das ist manchmal echt interessant. Ein historischer Augenblick. In Canberra sind die Pyramiden entstanden. Hier seht ihr sie. Ein wunderbarer Anblick. Und das ist, finde ich, eine gute Gelegenheit, um jetzt mal was rauszuhauen, nämlich den vierten Preis, den DLC Persien und Makedonien. Zwei große Nationen, die ihre Kriegskünste heute Abend auch schon unter Beweis gestellt haben. Und das machen wir jetzt einfach ohne lange Wartezeit. Ein gratis DLC Persien und Makedonien, gestiftet von meinem Shoppartner Gabs Planet. Für euch zu gewinnen, kostet normalerweise 9 Euro, glaube ich, wenn man das richtig kaufen würde bei Games Planet, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die 7 Euro. Und wir hauen jetzt ein Exemplar gratis raus für euch. Erste nervöse Kommentare im Chat, allen werden alle Daumen gedrückt. Und? Vampirello hat gewonnen. Glückwunsch an dich, Vampirello gewinnt den DLC Makedonien und Persien. Großartig. Und wie immer, das, was mich jedes Mal total erstaunt und was ich ultra cool finde, wie lieb die Leute reagieren. Ohne Neid, weder gelb noch grün im Gesicht,
sondern hocherfreut und mit vielen, vielen Glückwünschen. Das war unser Livestream heute Abend. Ein halbes Jahr Civ 6 wollten wir begehen. Dass wir die Partie nicht bis zum Ende zocken, war klar. Ihr habt einiges an Spektakel hier erlebt. Zakor hat Religionen gegründet, hat Städte gegründet, hat andere Städte vernichtet, hat die künstliche Intelligenz massakriert. Selbst Piro Parker hat Blut an seinen beiden Patschehändchen, hat Kabul eingenommen und vernichtet. Und Hattusha hat sich als Schlechter der Stadtstaaten bewährt und hat nur durch mein massives, massives Betteln Kleopatra, die holde Kleopatra, nicht überfallen. Vielen Dank an euch für die vielen, vielen Kommentare, die lebhafte Diskussion und die vor allem die verdammt gute Stimmung im Chat auf Twitch.tv. Wie immer ist mein persönlicher Eindruck von so einem Live-Abend, ich habe das schon oft gesagt, das ist für mich wie nachts an einem Lagerfeuer sitzen. Man sitzt mit Kumpels, mit guten Kumpels, mit Bekannten, vielleicht auch mit Leuten, die neu dabei sind, zusammen, starrt in die Flammen des flackernden Bildschirmes, in dem Fall ein Multiplayer-Showkampf mit Civ 6, wärmt sich die Hände und freut sich und wärmt sich an der Gesellschaft von netten Menschen und plaudert ein bisschen rum. Das Einzige, was fehlt, ist, dass Piro Parker zur Klampfe gegriffen und ein Lied angestimmt hat. Ansonsten war das ein perfekter Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Restabend, eine schöne Zeit mit Civ 6. Jede Wette, dass es nicht der letzte Civ 6 Stream gewesen war und auch nicht der letzte Livestream bei mir auf Twitch.tv. Macht mir im Augenblick richtig Spaß und kann mir gut vorstellen, dass es bald wieder der Fall sein wird. Danke an alle, die mitgemacht haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.